Ja, dann herzlich willkommen und schönen guten Abend an einem ziemlich warmen Sommertag heute im Mai und die mittlerweile dritte Veranstaltung bei uns in der N64. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, was ein bisschen tiefer und ein bisschen weiter geht als das, was wir bisher gemacht haben. Wir wollen über die Gülen-Bewegung sprechen, aber vor allem auch über die Türkei nach den Kommunalwahlen, die im letzten Monat stattgefunden haben. Und es geht zum einen um die Frage, wie entwickelt sich die Türkei grundsätzlich gerade? Welche Einflüsse gab es, die eben vor den Kommunalwahlen eine Rolle genommen haben? Wie ist jetzt die Entwicklung seit den Kommunalwahlen? Welchen Einfluss hat die Gülen-Bewegung? Was genau das ist, werden wir heute auch noch besprechen. Eben auch auf die politische Entwicklung und auch auf den Vorwahlkampf genommen. Und zu Gast haben wir heute mehrere sehr spannende Referenten und Referentinnen. Ich fange mal gleich zu meiner Rechten an. Christina Dorn ist an der FU Berlin und hat ihr schon ihre Magisterarbeit zur Gülen-Bewegung in Deutschland verfasst und forscht derzeit zur Gülen-Bewegung in Tansania. Herzlich willkommen. Danke. Dann direkt zu meiner Rechten ist Safda Cina. Safda Cina ist Beauftragter für Migrations- und Integrationsfragen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin-Brandenburg und Gründungsmitglied der türkischen Gemeinde in Deutschland, deren Bundesvorsitzender seit dem vergangenen Wochenende ist. Wir haben uns darauf verständigt, dass Safda Cina eben als DGB-Beauftragter und Experte zu dem Thema da ist, die türkische Gemeinde Deutschland äußert sich in der Regel nicht zu Fragen der Türkei, zumindest nicht zu den Parteien in der Türkei. Allerdings können wir gleich auch nochmal darauf eingehen, warum das dann so ist. Wird er heute eben sich dann auch zu der grundsätzlichen Situation der Menschenrechte und der Demokratie in der Türkei äußern. Ja, und dann haben wir noch einen dritten Gast, den wir jetzt nicht live im Bild sehen. Das ist der Florian Vollm von der Uni Bamberg. Florian Vollm forscht im Rahmen seiner Promotion zur Rolle der Gülen-Bewegung auf dem zukünftigen politischen Parkett der Türkei und wird per Videochat direkt aus der Türkei teilnehmen, wo er eben momentan arbeitet, forscht und studiert. Das war sozusagen meine Begrüßung und wir steigen auch gleich in das erste Thema ein. Christina Dorn hat einen Vortrag vorbereitet zur Gülen-Bewegung, zur grundsätzlichen Struktur der Bewegung und zum Auftreten der Bewegung. Da geht es eben dann vor allem um die Bewegung in der Türkei und den internationalen Kontext machen wir dann später. Danach wird Safda Cina noch ein bisschen was zur politischen Landschaft in der Türkei sagen, auch zum Thema Militär als Machtfaktor in der Türkei, zu den Kommunalwahlen und schon so ein bisschen was zu der Gülen-Bewegung in den Kommunalwahlen. Florian Vollm wird dann eben aus der Türkei zugeschaltet, ein bisschen was zur Gülen-Bewegung, wie sie Einfluss auf die Kommunalwahlen genommen hat und dann eben nochmal Christina Dorn mit ihrem zweiten Teil. Ja, ich freue mich dann auf die erste Einführung in das Thema. Was ist die Gülen-Bewegung? Was tun sie? Wie sind sie aufgestellt? Wie lange gibt es sie eigentlich schon? Ja, vielen Dank für die Begrüßung und auch für die Einladung. Die Gülen-Bewegung ist hier in Deutschland spätestens seit den Konflikten rund um die Kommunalwahlen vielen Leuten ein Begriff, was vorher nicht der Fall war. Die Bewertungen, insbesondere wenn man sich die mediale Debatte anschaut, fallen dabei jedoch sehr unterschiedlich aus. Und man hat wirklich die Spannbreite von Fethullah Gülen als den Anführer einer islamistischen Sekte bis hin zu Vergleichen von Fethullah Gülen mit Gandhi oder sonstigen sehr herausragenden Persönlichkeiten. Und häufig fällt hier eine Einschätzung schwer. Wer ist also Fethullah Gülen und wodurch zeichnet sich die Bewegung aus? Sind Fragen, die ich versuchen werde, in meinem kurzen Anfangsinput zu beantworten. Fethullah Gülen wurde 1938 bzw. 1941 geboren als Sohn eines Imams in einem ostanatolischen Dorf in der Nähe von Erzurum. Er erfuhr dort eine religiöse Bildung in einem informellen Bereich, was damals auch durch die politische Situation in der Türkei so gegeben war.
und wurde 1959 letztendlich zum Imam und Prediger der staatlichen Religionsbehörde, dem Amt für religiöse Angelegenheiten der Türkei. Er war zunächst in Edirne tätig und wurde dann nach Izmir versetzt, nach einer Unterbrechung. Und in Izmir, kann man sagen, fing an, sich eine erste Gruppe um ihn herum zu kristallisieren, wo man sagen kann, das ist eigentlich so die erste Anhängerschaft, die sich um Fethullah Gülen und seine Ideen bildete in den 70er Jahren. Das heißt, Fethullah Gülen ist auch die Zeit, oder das ist auch in Izmir, wo es die ersten Wohngemeinschaften gab, wo am Anfang auch Fethullah Gülen selbst lebte, dann mit seiner Anhängerschaft, wo religiöse Texte gelesen wurden und wo er seine Ideen in einem kleineren Kreis weitergab. Und aber auch woanders gab es Gesprächsgruppen, also das war vor allen Dingen der informelle Bereich, wo die Ideen auch weitergegeben worden sind. Gleichzeitig jedoch war er auch der Prediger für die Ägäisregion und dadurch hielt er Predigten in sehr, sehr unterschiedlichen Städten in der Türkei und hatte dadurch eine große Zuhörerschaft und traf mit seinen Ideen auch den Nerv der Zeit, also mit seinen Ideen zu der Vereinbarkeit von Religion und Moderne, von einer frommen Lebensführung, einer gleichzeitigen Partizipation in dem Geschehen eines laizistischen Staates. Dadurch traf er den Nerv der Zeit und es bildete sich ein größer werdender Kreis von Anhängern. Soll ich irgendwann klicken? Könnt ihr mal versuchen? Ah ja, warum nicht? Gut, es hat sich jetzt ein bisschen verzogen, dadurch, dass wir das konvertiert haben, aber ungefähr ist es noch zu sehen. Ich werde auf die politischen Verhältnisse in der Türkei jetzt nicht so genau eingehen, weil wir haben einen Experten hier sitzen, da brauche ich das nicht machen. Ich habe in der Türkei selber nicht geforscht. Was man aber sagen kann, ist, dass Fethullah Gülen, dass sich da sein Verhältnis zur politischen Spitze sehr unterschiedlich gestaltete. Und man sieht es auch jetzt, dass es sich unterschiedlich gestaltet, also zu ihm und auch zu der Bewegung. Und was ich vielleicht ganz kurz sagen kann, nochmal jetzt auch im Hinblick auf die Geschichte, ist, dass er einerseits sehr eng war mit der politischen Spitze und auch als ein Verbündeter gegen Islamismus, also insbesondere in Form der Refa-Partei gesehen worden ist und gegen Kommunismus. Und auf der anderen Seite aber es auch immer wieder Vorwürfe und auch gerichtliche Prozesse wegen Vorwürfen der Unterwanderung des Staates gab. Aber ich denke, da hören wir später nochmal mehr zu. Seit den 90er Jahren hat sich die Bewegung also nun auch begonnen, international auszubreiten. Zunächst einmal in der Balkanregion, aber dann auch in Ländern Zentralasiens, also alles zunächst einmal Regionen, wo die Türkei sowieso einen Bezug schon zu hatte. Und heute ist die Bewegung in ungefähr 150 Ländern aktiv. Was interessant ist an den verschiedenen Aktivitäten, und ich denke, das ist auch das, wo man hier bei den Aktivitäten zunächst einmal die Gülen-Bewegung nicht als auch ein religiöser Akteur identifiziert, ist, dass das religiöse Moment der verschiedenen Aktivitäten, Einrichtungen eben nicht explizit nach außen getragen wird, sondern es besteht meist implizit durch die Motivation derjenigen, die sie gründen und unterstützen und die eben ihr Engagement in diesen verschiedenen Bereichen als religiös verdienstvoll erachten. Das heißt, dass die Akteure mit ihrem Engagement in den verschiedenen Bereichen, die ich gleich auch noch mal kurz skizzieren möchte, in ihrem Engagement auf die Umsetzung der von Gülen artikulierten Ideale setzen und ihr Tun als eine Form von Hizmet, als eine Form des Dienst an der Sache Gottes, was in der Bewegung auch als Dienst an der Menschheit, als Dienst für den Islam bezeichnet oder aufgegriffen wird. Und durch diese implizite Konnotation aber sind diese Bereiche, kann man diese Bereiche auch nicht als rein religiös fassen. Und das ist auch der Punkt, wo die Gülen-Bewegung sich häufig auch unterscheidet von anderen Gruppierungen. Also zum Beispiel ist das in Deutschland so der Fall. Hier habe ich die verschiedenen Bereiche
schematisch dargestellt, also die Aktivitäten in ca. 150 Ländern. Sie gliedern sich in die Bereiche Dialog, Bildung, Wirtschaft, Charity, das ist ein relativ neuerer Bereich, und Medien. Und wie gesagt, diese Aktivitätsbereiche sind nicht auf einen religiösen Kern beschränkt. Das heißt, es sind immer auch Personen aktiv in den verschiedenen Bereichen, die nicht von Fethullah Gülen inspiriert sind und deren Motivation anderweitig begründet ist. In den Schulen zum Beispiel gibt es viele Lehrer, die manche, also das hat sich jetzt geändert durch den öffentlichen Diskurs, aber lange Zeit war in Fethullah Gülen auch gar kein Begriff. Aber die Basis, also die Personen, die diese Schulen gründen und häufig auch Spender, sind eben inspiriert von den Ideen Fethullah Gülens. Klick. Ja. Genau, und hier habe ich versucht, nochmal die Struktur darzustellen. Dieses Schema stammt aus dem Buch von Joshua Hendrick, der über die Bewegung geschrieben hat. Und ich finde, dieses Schema gefällt mir sehr gut, weil ich denke, dass es die verschiedenen Ebenen der Bewegung sehr gut zeigt. Das heißt, es gibt zum einen den religiösen Kern, die Jemaat, also Community, die Gemeinde, wo das religiöse Ideal gepflegt wird, wo die religiöse Praxis stattfindet. Aber es gibt eben auch den Kreis der Freunde, Personen, die nur ab und zu diesen religiösen Gesprächskreisen zum Beispiel kommen und nicht ganz den religiösen Kern ausmachen. Sympathisanten, wiederum, das wäre der Bereich, den man jetzt vielleicht auch sehen kann, wenn man auf eine Dialogveranstaltung geht oder auf eine Veranstaltung, wo sich die Bewegung auch mehr der Öffentlichkeit präsentiert, also Personen, die die Bewegung unterstützen, jedoch nicht selbst von Hizmet, also von der islamischen Idee von Hizmet inspiriert sind. Und es gibt den Bereich der unbewussten Konsumenten, das wären eben Personen, die möglicherweise die Medien konsumieren oder Geschäfte machen mit einem Business, wo auch eine Unterstützung erfolgt von diesem Business zu der Gülen-Bewegung und sich dessen gar nicht bewusst sind, weil eben der religiöse, die religiöse Essenz nicht nach außen gekehrt wird. Das heißt, bei diesen ganz verschiedenen Ebenen sieht man auch bekommt man ein anderes Bild von Fethullah Gülen und auch ein anderes Bild von den Aktivitäten der Bewegung. Und ich denke, vielleicht sind es genau diese verschiedenen Bilder, die man auch stehen lassen muss. Das heißt, wenn man in den Bereich der Jemaat geht und sich anguckt, was sind das eigentlich, und deswegen vielleicht können wir einmal kurz zurückklicken. Fethullah Gülen lebt heute in den USA und richtet sich an seine globale Community ja häufig auch durch die Medien der Bewegung, das heißt einmal durch Video-Softbeds, durch Predigten. Es gibt eine ganz eigene Internetplattform, die die Akteure der Bewegung häufig nutzen für die religiöse Praxis und auch eben die Bücher. Jetzt bitte nochmal. Danke. Weiter. Und das heißt, dass man in dem inneren Bereich vielleicht eher ein Bild von Gülen sieht, der Imam ist, der weinende Imam ist, der weinende Prediger, der eben das Leben der Propheten einem besonders nahe bringen kann, der zu einer frommen Lebensführung aufruft, der sehr der auf den Koran Bezug nimmt. Und wenn man wiederum in die äußeren Ebenen guckt, zum Beispiel auf die Ebene der Sympathisanten und zu einer Dialogveranstaltung geht, sieht man eher den Fethullah Gülen im Anzug, der sich auf Kai Popper bezieht und der gar nicht auf islamische Inhalte Bezug nimmt. Das ist dann eher diese Seite von Fethullah Gülen, die präsentiert wird. Und ich denke, was für die Beurteilung wichtig ist, ist diese verschiedenen Figuren und diese verschiedenen Ebenen nicht als das eine authentisch, das andere als weniger authentisch zu sehen oder als sich gegenseitig ausschließen, sondern es sind alles Facetten der Bewegung letztendlich und alles, was die Bewegung, wenn man sie jetzt auch größer fasst, ausmachen. Auch wenn die Gülen-Bewegung heute sehr global ist und die Gülen-Bewegung auch ein muslimisch inspirierter globaler Player heutzutage ist, ist sie dennoch sehr Türkei-zentriert.
Das heißt, die Akteure, die sich für die Ideen Fethullah Gülen's engagieren, sind bis heute mehrheitlich türkisch. Türkisch ist die dominante Sprache, auch was die diskursiven Praktiken anbelangt, unter der Anhängerschaft. Und des Weiteren ist die Türkei das Land, wo die Bewegung am aktivsten ist und wo auch die Bewegung am meisten Strahlkraft halt auch in den anderen Kontexte hat, wo die Bewegung aktiv ist. Insofern ist es ganz klar, dass auch politische und gesellschaftliche Debatten wirken auf das, was eben international noch passiert. Das heißt, es kann sein, dass sie entweder verfolgt und diskutiert werden unter der Anhängerschaft, aber es kann eben auch sein, dass ganz konkrete Konsequenzen, wie heutzutage der Fall ist, befürchtet werden in auch ganz anderen Ländern. Insofern freue ich mich auf die Einschätzung von meinen Nachbarn an meiner linken Seite, Herrn Cinas, über die Lage in der Türkei. Ja, danke. Bist du mit den anderen Folien? Die sind für den späteren. Für später, okay. Gut, dann lasse ich die erstmal dran. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung der Bewegung. Ich finde das nochmal ganz wichtig, eben auch zu sagen, es gibt nicht sozusagen die eine wahre Essenz und man muss sie jetzt entlarven und irgendwie alles andere ist nur Schein, sondern es gibt anscheinend einfach verschiedene Gesichter, verschiedene Facetten dieser Bewegung, immer auch orientiert an den jeweiligen Zielgruppen, an die sich das gerade richtet, also auch sehr konsumentenorientiert, könnte man erstmal sagen, also im modernen Sinne. Unser zweiter Gast, der auch einen kurzen Vortrag, also vielleicht ein bisschen längeren Vortrag halten wird, weil es eben natürlich auch ein großes Thema ist. Es geht ja heute um die politische Landschaft in der Türkei und dazu wird Safdar Cina was sagen. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal zur Wahl am vorvergangenen Wochenende als Bundesvorsitzender. Es kam ja auch ein bisschen überraschend, wie ich gehört habe. Mehr als ein bisschen überraschend. Aber so ist es manchmal, wenn einen der Ruf ereilt. Wie kommt das, die TGD äußert sich nicht zur politischen Situation der Türkei in der Regel. Stimmt das so? Das ist richtig. Das ist auch in unserer, erstmal natürlich danke für die Einladung, das ist auch in der Satzung so, weil wir sind ja kein ideologischer Verein. Wenn du jetzt die Situation in der Türkei in die Tiefe interpretieren willst, musst du ein Weltbild haben, nachdem du irgendwie sagst, das ist so oder so. Das geht nicht. Wir sind eine NGO, auch das sage ich auch als Gewerkschafter, unabhängig davon, wie weit die Gewerkschaften sich immer daran halten, aber NGOs dürfen nicht ideologisch geprägt sein, sondern sie haben eine bestimmte Interessenlage und darauf müssen sie arbeiten. Was wir trotzdem natürlich sagen, weil das auch von uns so, auch von den türkeistämmigen Menschen hier verlangt wird, dass nach dem allgemeinen Kriterium Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte. Mhm. Und da gibt es sicherlich problematische Punkte, die wir auch ansprechen, aber wir sagen jetzt nicht, das muss in dieser Weise gelöst werden, weil da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Konzepte, die alle akzeptabel wären, wie jetzt Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte realisiert werden können. Wir sagen nur, wenn wir eben sehen, dass da Defizite sind, wie eben letztes Jahr die Reaktion der Sicherheitskräfte und der Politik auf die Taksim-Proteste. Also das war natürlich für einen demokratischen Rechtsstaat inakzeptabel. Hat, wie da zum Beispiel, hat sich auch geäußert, klar. Jetzt ist natürlich Kenan Kolat lange im Amt gewesen, ich glaube 12 Jahre? Nee, 8 Jahre, 9 insgesamt. Ich habe aufgerundet. Da ist natürlich schon gut, wenn man sich sozusagen am Anfang dann nochmal vorstellt. Du hast so ein Interview gegeben in der BZ, am 18.05. ist das erschienen und da hast du auch sehr deutlich nochmal die aktuelle Situation, also gerade auch das Verhalten von Erdogan im Anschluss an die Katastrophe von Soma, dieses Bergwerksunglück auch kommentiert und auch gesagt, dass er wahrscheinlich diese Krise politisch überstehen wird, aber momentan eben, also es möglicherweise auch viel Druck erzeugt wird, sodass es halt noch nicht ganz absehbar ist, wie es halt weitergeht. Ja, also falls er jetzt als Staatspräsident kandidiert, kann man an den Ergebnissen vielleicht irgendwie abschätzen, welche Auswirkungen die Krise gemacht hat. Aber in dem Interview habe ich auch gesagt, dass die Lage jetzt in der Gesellschaft in der Türkei etwas der Bundesliga ähnelt. Nämlich ich bin für Hertha BSC, egal ob sie in der 1. oder in der 20. Liga spielen. Also diese Spaltung haben wir in der Bundesrepublik zum Teil auch, aber in der Türkei ganz eindeutig. Damit kann ich auch vielleicht einsteigen, falls du Fragen hast, kannst du mich gerne unterbrechen. Also einerseits die festen Anhänger von AKP und Erdogan und egal, was er macht, wir stehen hinter ihm. Und da auf der anderen Seite, ja,
muss mit sehen, welche Begrifflichkeiten Laizisten, Kemalisten, vielleicht auch andere, die egal was Erdogan macht, auch wenn er sagt, die Welt ist rund, nee, da steht, dahinter steckt natürlich was anderes. Das will ich jetzt nachher nochmal aufführen. Immer wenn es in der Türkei gewisse Demokratisierungsphasen gab, gegeben hat, sind immer drei Bewegungen aktiv geworden. Einmal Kurden, zweitens Linksozialisten, Kommunisten und drittens Islamanhänger. Mhm. Und dann gab es jedes Mal alle 10 Jahre einen Putsch, das war so immer 60, 71, 80, da wurden alle wieder platt gemacht und dann ging es wieder los. Die islamisch gesinnten Menschen haben ja verschiedene Parteigründungsversuche, du hast ja auch eins genannt, mehrfach seit 68. Andauernd wurden die Parteien verboten. Ab 90 gab es dann eine Spaltung in dieser islamisch-politischen Bewegung. So die traditionellere, Stichwort Professor Erbakan, mittlerweile verstorben, und dann die Abspaltung AKP. Es wurde lange spekuliert, weil wir auch im Orient sind und immer Verschwörungstheorien am Westen an den Mann und an die Frau gebracht werden, ob das jetzt die AKP eine Tarnorganisation von Milli Görüş ist. Das ist natürlich Unfug. Da gab es schon ziemliche Unterschiedlichkeiten, die auch bis heute weitergehen. Es gibt noch eine zweite Partei, die Saadet-Partei, die eben die Erbakan-Linie verfolgt. Also gut, irgendwann haben sich die Menschen muslimischen Glaubens mit ihrer politischen Partei auch durchgesetzt, nämlich bei den Wahlen 2001 eine große Mehrheit erhalten. Hatte auch damit zu tun, dass die Altparteien, ist ein Nazi-Begriff, aber die traditionellen Parteien alle abgewirtschaftet hatten. Die kamen auch alle nicht ins Parlament, weil die 40, 50 Jahre lang nichts auf die Reihe gekriegt haben. Also der erste Erfolg der AKP ist eher dieser Frage geschuldet, dass die anderen alle abgehalftert waren. Und hier gab es jetzt eine neue Bewegung, die auf sehr gute kommunale Arbeit zurückgreifen konnte. Die hatten den Bürgermeister von Istanbul gestellt, zuerst Erdogan, dann Ankara, dann andere Städte, wo sie eine gewisse sozialstaatliche Infrastruktur gebaut haben. Korruption natürlich nicht abgeschafft haben, warum auch, sie profitieren davon, aber der normale Bürger, die Bürgerin mit ihrem normalen Anliegen gegenüber den Behörden ohne Bestechung durchgekommen ist. Ich sage das so offen. Und das hat natürlich, also das alles hat zusammen mit den abgehalfterten ehemaligen staatstragenden Parteien dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, jetzt gucken wir mal, was die machen. Und in der ersten Zeit haben sie auch eine Menge Sachen gemacht, die ich auch als Mensch unterstützen würde. Zum Beispiel das in deiner Frage erwähnte, die Zurückdrängung der Macht des Militärs. Mhm. Das war, denke ich, eine große Errungenschaft, aber das wurde von der Opposition mit unterschiedlichen Begründungen auch immer bekämpft. Jetzt sagen sie alle, das hat er gut gemacht. Aber als er es gemacht hat, fanden sie nicht gut. Also die Nationalisten so eher mit Vaterland und Blut und wir sind ja ein militärisches Volk. Und die CHP, die Republikanische Volkspartei, die Kemalisten, also mit der Begründung, das kemalistische Erbe wird ja verscherbelt. Aber ist es so, dass das kemalistische Erbe verscherbelt wird? Da müsste man natürlich gucken, was daran bewahrungswert ist und nicht. Und dann kann man sagen, dass es verscherbelt oder nicht. Und ich denke, dass, egal wie man den Kemalismus 1923 einschätzt, natürlich etwas, was 23 gut und richtig ist, 2003 nicht immer noch in diesem unberührten Umfang gut und richtig sein kann. Also der Kemalismus hat sich, dafür kann jetzt Kemal nichts, aber natürlich konserviert. Insofern muss man das, denke ich, so sehen. Das Problem war eben schon damals dieses Pro-Contra, so dass die AKP mit ihren doch, ich sage noch inhaltlich, aber mit ihren Demokratisierungsmaßnahmen nicht mehr Druck bekommen hat, also Druck bekommen hat, mehr zu machen, sondern einfach immer Gegendruck bekommen hat. Und dann hat sie das an Demokratisierung gemacht, was für ihren Machterhalt als Partei und für die Interessen der Klientel, die sie vertreten haben, ausreichend war. Sie haben ganz große Fortschritte gemacht in der Lösung der Rechte der Menschen mit kurdischen Wurzeln.
Auch da sicherlich war eine Motivation, wir müssen es schaffen, dass Ruhe in das Land einkehrt, nach dem Bürgerkrieg ähnlichen Verhältnissen. Und da haben sie immer einen Schritt vor, na, dann einen Schritt zurück, und im Moment hängt das auch. Aber auch da haben sie, denke ich, eine Menge Tabus gebrochen. Und dein letzter Vorstoß ist ja vielleicht im Hinblick auf 2015 in der Armenier-Frage zumindest eine gewisse Öffnung. Ob das immer dann aus innerer Überzeugung passiert oder welche taktischen Momente dahinter stehen, ist irrelevant. Aber wenn jemand so eine Diskussion auf eine neue Ebene stellt, ist das erstmal gut. Dann liegt es auch an anderen, die sich als demokratische Kräfte oder wie auch immer definieren, das weiterzuführen und nicht alles der AKP zu überlassen. Das Problem im Moment ist, dass in diesem Interview habe ich das auch gesagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt, ich bin pro AKP und Erdogan oder dagegen. Es gibt kaum noch Dialogmöglichkeit, auch keine relevante Kraft, die irgendwie vielleicht diesen Konflikt aufweichen kann. Die einzige Kraft, die dazu zumindest theoretisch in der Lage ist, wäre die HDP, die Halkın Demokrasi Partisi, Demokratische Partei des Volkes, also die ist aus der kurdischen Partei hervorgegangen. Also auf dem Papier in ihrem Programm haben sie sehr gute Punkte. Sie haben das auch in den Kommunalwahlen teilweise umgesetzt, indem sie, obwohl das Recht nicht zulässt, immer einen Kandidaten und eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt auf die Liste gesetzt haben und in der Praxis auch das so machen. Wer an erster Stelle war, der ist dann gewählt, aber die Frau ist sozusagen als Co-Bürgermeisterin mit drin. Sie haben eine Menge LGBT-Leute auf ihre Listen gesetzt, haben sie auch in dem Programm deren Rechte. Das Problem ist im Moment einmal das Wahlrecht, dass große Parteien, unabhängig jetzt von der 10%-Hürde, auch vom Zuschnitt der Wahlkreise und wie das berechnet wird, große Parteien bevorzugt, und die HDP, also ihr Pendant, die BDP, die Partei, die jetzt im Parlament ist, nicht als Partei über die 10% gekommen ist, sondern 20 Abgeordnete als Unabhängige gewählt werden konnten, die dann eine Fraktion gebildet haben. Die HDP hat das Problem, dass sie als Partei der kurdischen Bevölkerung gesehen wird. Das ist jetzt grundsätzlich kein Manko oder so, und nicht alle, die das sehen, sind irgendwelche türkischen Nationalisten oder Rassisten, aber ihnen wird noch zurzeit nicht zugetraut, dass sie über den Kampf um die Rechte der Kurden hinaus eine Gesamttürkei-Politik auf der Agenda haben. Das liegt natürlich dann jetzt auch an denen, dass in der Opposition natürlich immer schwierig, was nachzuweisen, aber in den Kommunen und so nachzuweisen, dass sie wirklich eine Gesamttürkei-Politik im Sinne haben und jetzt nicht nur die Rechte der kurdischen Bevölkerung im Visier haben. Die anderen Parteien, die jetzt noch im Parlament sind, die MHP, in Deutschland Stichwort Graue Wölfe, die sind natürlich nicht so aggressiv wie damals, weder hier noch in der Türkei, und also die Parteiführung vermeidet alles, was diese Krawallzeiten der 70er Jahre wieder in Erinnerung ruft. Aber von denen kann man nur nicht sehr viel in puncto Demokratisierung oder Menschenrechte erwarten. Dann haben wir noch die CHP, also Mustafa Kemals Partei, die ja sozusagen auf internationaler Ebene als sozialdemokratisch gehandelt wird. Die sind auch Mitglied der Sozialistischen Internationale. Aber ich kann da weder das eine noch das andere Moment erkennen. Nur als ein Punkt, das habe ich mir auch auf YouTube runtergeladen, eine Rede von dem Vorsitzenden während der Kommunalwahlen in Samsun über wirklich Blut, Erde, Vaterland. Vaterland ist nur der Boden, der mit unserem Blut begossen ist. Wenn das jetzt sozialdemokratisch ist, dann möchte ich nicht wissen, was nationalistisch ist. Mhm. Er hat zwar auch eine progressive Flügel, aber also die von denen kann man nicht sehr viel verlangen. Das ist im Moment die Lage. Das ist ja auch ein Punkt, von dem Erdogan und seine Partei sehr profitiert. Es gibt keine ernstzunehmende demokratische Opposition. Die Kurden oder die HDP jetzt sind zu klein, und die anderen haben da auch nicht gerade sehr gute Position. Ich will wegen der Zeit jetzt nicht in Details gehen. Vielleicht letzter Punkt noch, oder zwei letzte Punkte, das mit den letzten Konflikten und Gülen zu tun hat.
Die haben ja jahrelang, wie auch immer, zusammengearbeitet, zumindest auch die Gülen-Bewegung und Gülen selber auch ja die Erdogan und AKP unterstützt. Jetzt ist plötzlich ein Konflikt von außen gesehen aufgetreten an der Frage Schließung der Nachhilfeinstitutionen, die vermeintlich tatsächlich, zum Teil vielleicht tatsächlich der Gülen-Kontrolle zugesprochen werden. Das ist natürlich ein Frontalangriff auf Gülen, weil er da legal Geld für seine Bewegung kriegt. Das ist ganz eindeutig. Also die Gülen-Bewegung, wenn man die so nennen kann, hat quasi Bildungsinstitutionen gehabt, die auch mit dazu beigetragen haben, dass sie natürlich auch eine gewisse ökonomische Kraft haben und auch Nachwuchs. Auch Nachwuchsgebiete aufgebaut haben, aber auch selber Geld für die Bewegung generiert haben. Und da hat die AKP sozusagen zugeschlagen und die sollen alle verboten werden. Wobei ich dafür erstmal keine Rechtsgrundlage sehe, weil es gibt keine türkische, also keine Norm in der Türkei, die das Betreiben von privaten Nachhilfe-, Sprach- und anderen Schulen. Aber gut, wir sind eben in der Türkei, da brauche ich keine Rechtsgrundlage. Weder die AKP braucht das, noch ihre Vorgänger haben das gebraucht. Das ist ja das Problem, die mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Dieser Konflikt hat dann natürlich irgendwann, wenn die Behauptungen richtig sind, zu einem Gegenschlag, wie gesagt, falls die Behauptungen zutreffen, Gegenschlag der Gülen-Bewegung geführt. Durch diese, das war letztes Jahr 2013. Ja, die Videos im Internet, diese ganze Korruptionsgeschichten, wie auch immer aufgenommene Gespräche zwischen Erdogan und seinem Sohn, wie sie die illegalen Gelder, wo sie die deponieren sollen und so weiter. Also der Konflikt hat sich immer mehr verschärft. Letztlich dahin, dass Erdogan zwar nicht jetzt schriftlich auf diplomatischen Wege, aber verbal die USA aufgefordert hat, Gülen auszuliefern, damit er, dazu komme ich jetzt auch noch, Unterwanderung des Staates vor Gericht gestellt wird. Also das ist nochmal eine Dimension natürlich, die den Konflikt unheimlich aufheizt. Wie weit diese Behauptung, dass die Gülen-Bewegung gezielt den türkischen Staat, vor allem Geheimdienst, Sicherheitskräfte und Justiz unterwandert hat, muss man sehen. Sie haben zwar hunderte Leute aus dem Dienst entfernt, aber das sagt ja noch nicht unbedingt darüber, ob das wirklich auch auf zutreffenden Beweis, also rechtsstaatlich beweisbaren Tatsachen beruht oder nicht. Ja, andererseits bilden sie seit Jahrzehnten junge Menschen auf Eliteschulen aus und es ist natürlich naheliegend, dass dann viele von denen auch eben in den Staatsdienst gehen und auch Einfluss nehmen. Das ist ja erstmal nicht verwerflich. Also natürlich hat auch jeder im Staatsdienst, egal in welchem Land, eine politische Einstellung und so weiter, aber die Behauptung ist ja, dass es eine Art Unterwanderung organisiert ist, um eben sozusagen durch einen, das ist der Begriff jetzt in der Türkei, Parallelstaat die Geschicke zu lenken. Letzter Punkt vielleicht, dann habe ich auch meine Zeit, Einfluss auf die Wahlen. Also die AKP hat trotz diesem Konflikt mit Gülen keine Stimmen verloren, ganz im Gegenteil. Da stellt sich die Frage, was heißt das? Also die eigenen Leute, also ich sage, er hat wohl keine Massenbasis. Er hat zwar eine Kaderbasis, aber keine Massenbasis. Seine Leute sagen, ich habe hier mit einigen Führenden gesprochen, ja, wir sind ja keine politische Partei, wir sind ja nur eine Hizmet, nur eine Dienstleistungsbewegung und deshalb sagt das jetzt nichts über Sympathien zu Gülen. Vielleicht ist es so, für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, weil wenn auf meine Bewegung ein solcher Frontalangriff stattfindet, der ja meine Existenz bedroht, dann ist doch eine Wahl, auch wenn es eine Kommunalwahl ist, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, meine Stärke zu zeigen und eben ihm zumindest eine auszuwischen. Aber die Gülen-Bewegung hat doch in so gut wie allen Kommunen immer den zweitbeliebtesten oder zweitchancenreichsten Bürgermeister gegen die AKP auch unterstützt. Auch sehr aktiv. Woher schließen wir das? Das habe ich gelesen. Also lesen kann man viel, vor allem wenn es sich um die Türkei handelt. Wie gesagt, noch einmal, die AKP hat und die AKP hat ja einmal den Kampf mit Gülen und dann noch auch die Proteste wegen Gezi, Taksim und was und trotzdem haben sie nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Also insofern kann mir keiner von den Gülen-Bewegungen solche Geschichten erzählen. Die haben einfach keine Massenbasis. Es sei denn, die sagen, wir haben das bewusst nicht gemacht, weil wir immer noch die AKP wollen.
Wenn Sie das sagen, okay, aber das sagen Sie auch nicht. Nur so rumzueiern, ja, wir sind ja nicht politisch und nein, das ist, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so ein Konflikt, wo du darüber diskutierst, soll ich jetzt die Straßen blau mit blauen Blumen oder mit roten Nelken bestücken, sondern hier geht es um die Existenz der Gülen-Bewegung in der Türkei. Mhm. Das dürfte unstrittig sein. Wenn dem so ist, dann wehre ich mich bei den Wahlen. Mhm. Und wenn entweder will ich das nicht, das kann man aber nicht begründen, warum sollte er nicht wollen? Der sägt an meinen Wurzeln. Also, ich habe nicht diese Kraft. Dann können Sie erzählen, was Sie wollen. Okay. Naja, aber das letzte Frage vielleicht noch, das Spannende war ja tatsächlich, es gab ja nicht nur die Leaks von Gesprächen von Erdogan mit seinem Sohn, sondern es gab ja sogar an einigen Stellen, es gab ja mehrere Leaks, aber an einigen Stellen gab es ja auch die offizielle Bestätigung, dass diese Gespräche authentisch sind. Und das ist ja sozusagen dann auch wirklich in der Öffentlichkeit dann auch klar geworden, ja, dass es wirklich diese Absprachen über Milliardengeschäfte. Ja, ja, also das Gegenteil wurde ja auch nicht bewiesen. Zuerst wurde so gesagt, das ist alles irgendwie gefälscht und so, aber meine, heutzutage kann man, denke ich, mit den technischen Mitteln wirklich herausfinden, ob diese bei YouTube veröffentlichten Gespräche irgendwie zusammengeschnitten sind oder sowas. Ich denke, die Technik macht das heute schon. Und trotzdem möglich. Und trotzdem dieser Wahlsieg für die AKP. Ja, und trotz, wie gesagt, einmal Opposition aus der Sicht Taksim-Bewegung, Zivilgesellschaft, andererseits eben dieser Frontalangriff auf Gülen, noch einmal, das ist ja nicht so ein öffentlicher Diskurs, was wollen wir machen, sondern deren ökonomische Basis wird angegriffen, zumindest den Behauptungen nach, ihre Anhänger aus dem Staatsdienst entfernt und dann wird noch, auch wenn es erstmal verbal ist, von den USA verlangt, ihn auszuliefern. Mhm. Und wenn ich mich da bei den Wahlen nicht wehren kann, weiß ich nicht, wie soll denn das sonst gehen? Mhm. Ja, gute Frage. Wir kommen jetzt gleich zu Florian Vollm. Vorher würde ich ganz gerne nochmal sozusagen an der Stelle auch tatsächlich jemand von der Gülen-Bewegung, aus dem Printbereich, zu Wort kommen lassen. Es gab am 11.03. ein Interview in der Berliner Zeitung mit Cemal Usak, 61 Jahre alt und Journalist und Vizepräsident der Journalists and Writer Foundation in Istanbul. Sie gilt dort als offizielle Vertretung der Bewegung des Fethullah Gülen in der Türkei, also der verlängerte Arm der Bewegung. Ja, ich lese mal ein paar Teile einfach vor, die ich halt sehr spannend fand. Die Berliner Zeitung fragt, Herr Usak, steht die Hizmet-Bewegung, wie es Ministerpräsident Erdogan sagt, im Krieg mit der türkischen Regierung? Usak antwortet, das ist doch kein Krieg, wir werden angegriffen. Auf der einen Seite steht die politische Partei AKP und die Regierung und auf der anderen Seite Hizmet, eine Bürgerbewegung, die sich mit Bildung und dem Dialog der Religionen befasst und nichts mit Politik zu tun hat. Hizmet versucht nur, ihre bürgerlichen Rechte zu verteidigen. Klar, also der Angriff findet statt, das haben wir schon gerade besprochen. Dass sie nichts mit Politik zu tun haben, das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass das so wirklich stimmt, aber wir lassen es erstmal stehen. Berliner Zeitung fragt nach, glauben Sie, diese Unzufriedenheit war der Grund, dass er im November begann, gegen die Nachhilfeschulen vorzugehen, die er auflösen will? War das der Punkt, als der Krieg anfing? Also es ist November 2013. Antwort, die Schulen waren nur der letzte Punkt in einer langen Reihe. Es gab dafür mehr als einen Grund. Nachfrage, am 17. Dezember, auch wieder 2013, haben Sie zurückgeschlagen und mit dem Korruptionsskandal die Regierung und die AKP angegriffen. Antwort Usak, das war nicht die Hizmet-Bewegung. Am 17. Dezember hat die türkische Justiz einige Korruptionsfälle öffentlich gemacht, die wirklich gravierend sind. Leider sind diese Ermittlungen inzwischen von der Regierung gestoppt worden. Für den Skandal braucht Erdogan eine Erklärung und es ist einfach, die Schuld der Hizmet-Bewegung zu geben. Aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Jetzt kommt die Nachfrage, gehören denn die tausende strafversetzten Staatsanwälte und Polizeioffiziere nicht zur Hizmet-Bewegung? Und jetzt so ein bisschen die ausweichende Antwort, also ein Dementi sieht anders aus. Wir haben keine Mitgliederlisten. Wie kann ich also wissen, ob jemand zu Hizmet gehört? Mindestens drei prominente Staatsanwälte, die in der Korruptionsaffäre ermittelt haben, haben nachweisbar nichts mit Hizmet zu tun, sondern stehen anderen Gruppen nahe. Trotzdem wurden sie versetzt. Also das fand ich eine sehr lustige Stelle, wo dann wirklich gefragt wird, war das die Hizmet-Bewegung oder eben die Gülen-Bewegung, die hinter diesen Leaks stand oder diesen Whistleblowing-Aktivitäten und dann, wir haben ja keine Mitgliederlisten. Das ist, finde ich, eine sehr sympathische Antwort. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Referenten. Ja, wir kommen zum
bekommen und hören hoffentlich auch den nächsten Referenten Florian Vollm aus der Türkei zugeschaltet, der dort gerade zur Gülen-Bewegung forscht und lebt. Und jetzt die Frage, können wir Sie hören? Hallo. Er hört uns offensichtlich, weil er hat geantwortet. Er hat geantwortet, aber haben sich bewegt. Hören ihn nicht. Das ist natürlich dann sehr einseitig. Probieren wir es nochmal. Jetzt nochmal. Ja, hallo. Oh, es klappt. Wunderbar. Okay. Dann haben wir jetzt Florian Vollm aus der Türkei zugeschaltet. Hallo, willkommen. Hallo. Ja, leider sehe ich nichts. Das heißt, ich versuche mich voranzutasten und mich an meinem eigenen Kamerabild zu orientieren. Also wenn ich einen Livestream anhabe, dann ist der Ton leider doppelt, deswegen ist das keine Option. Ich hoffe, ich werde gut genug gehört, oder? Du hast die bisherige Veranstaltung auch mitbekommen und auch die bisherigen Vorträge gehört, ja? Genau, ja, mehrheitlich. Ich würde dann direkt bei dem Einfluss der Gülen-Bewegung bei den Kommunalwahlen im März ansetzen. Und hier, oder? Ist das gut? Ja, der Ton ist wunderbar. Ja, okay. Wir hören zu. Und bei dem Punkt der Kaderbasis, also ich glaube, man muss von der Idee loskommen, die Gülen-Bewegung sei vor allem in der Türkei eine homogene Gruppe. Und meines Erachtens nach ist hier die wichtigste Gülen-Bewegung in drei Gruppen. Also wir haben hier zum einen diejenigen, die auf jeden Fall nicht die AKP gewählt haben. Zum zweiten diejenigen, die die AKP dennoch gewählt haben und hier, so wie der Rest der Türkei, wahrscheinlich aufgrund hauptsächlich der wirtschaftlichen Erfolge und den daraus resultierenden positiven Effekte. Also steht quasi das eigene Auskommen über der Meinung der Gülen-Bewegung. Und zum dritten haben wir noch vor allem jetzt bei den Kommunalwahlen Leute gehabt, die... Also gab es Kandidaten der AKP, die in kleineren Wahlkreisen angetreten sind, die auch in der Gülen-Bewegung aktiv sind oder sich eben parteilos zur Wahl stellen lassen haben. Und diese haben auch einige Stimmen bekommen. Dieses Verhalten, also gegenüber den persönlichen Beziehungen oder den persönlichen Kontexten, dass man diese Leute wählt, ist vor allem auch in Eskişehir zu sehen gewesen, aber da kann man auch an anderer Stelle vielleicht noch drauf eingehen. Also speziell auf die Lebensrealität des Wählers an, ob man jetzt Unternehmer ist, Student oder einfacher Arbeiter. Und wichtiger Punkt ist noch, dass es keine wirkliche Opposition gab innerhalb der anderen Parteien, was ja auch schon gesagt wurde. Würde ich kurz direkt zur Stärke der Stimmen der Gülen-Bewegung kommen. Und hier spiegelt sich das wieder, dass man in der gesamten Bevölkerung nicht wirklich zu sagen hat, nicht wirklich mitzubestimmen hat, da die Stimmkraft der Gülen-Anhänger auf ca. 1-3% der Bevölkerung geschätzt wird. Und von diesen 1-3% wiederum 1% ungefähr die AKP gewählt haben jetzt bei den Kommunalwahlen, also ein schwindend geringes Ausmaß, was hier die Gülen-Gemeinde schafft. Man muss dabei anmerken, dass es im islamischen Segment weitaus stärkere Religionsgemeinschaften als die Gülen-Bewegung gibt. Wir haben hier vor allem auch die Selimangila, die in Deutschland unter dem VEKZ bekannt sind, aber auch andere religiöse Gruppierungen, die zu 90% bei den Wahlen für die AKP gestimmt haben, für Erdogan gestimmt haben. Und das aufgrund der Entmachtung des Militärs, was wir auch schon gehört haben. Das war einfach ein sehr wichtiger Punkt, weil wir gehört haben, viele Putsche eben aufgrund des Militärs passiert sind und die religiösen Gemeinschaften nun endlich froh waren, dass diese Macht eingegrenzt wurde. Wichtiger nun sind daher die Gülen-Medien, um die Stimmen des Volkes in aller Breite erreichen zu können. Und hier, also aufzuzählen, es gibt natürlich etliche Tageszeitungen, vor allem voran die Saman. Es gibt wöchentlich erscheinende Magazine, einen eigenen Fernsehsender, etliche Radiosender und auch viele Internetseiten. Man versteht sich hier bei diesen ganzen Medien als Anwalt der Gülen-Gemeinde quasi, um die Werte, die innerhalb der Gemeinde auch gelten, zu vermitteln. Vor allem Familie, die Rolle der Frau,
Erziehung, aber was jetzt auch für unsere Veranstaltung wahrscheinlich wichtiger ist, werden auch politische Richtungen vorgegeben, die zur Not auch produziert werden. Wir haben jetzt schon gehört, dass, und das muss ich jetzt nochmal aufgreifen, dass durch Beihilfe von Personen, die an entsprechenden Stellen im Staat sitzen, höchstwahrscheinlich, aber auch der Polizei, Justiz und so weiter, Dokumente beschafft werden, illegal gemachte Abhöraktionen gestartet werden und diese wiederum dann an die Medien weitergegeben werden, um sogenannte Kader-Propaganda, also schwarze Propaganda, dann führen zu können. Ich habe mittlerweile eben, also im Zuge etliche Bücher von ehemaligen Anhängern gelesen, die zum Teil sehr, sehr weit drin waren und als Gülens rechte Hand galten und so weiter. Und selbst die schreiben von diesen Sachen. Also das deckt sich dann sowohl auf religiöser Seite als auch auf der kritisch, kann man dem wahrscheinlich schon Glauben schenken. Genau. Kurz vielleicht noch ein paar kurze Sätze zu den aktuellen Ereignissen. Das Grubenunglück in Soma zum Beispiel oder auch schon vor 2 Wochen, als der Vorsitzende der türkischen Anwaltskammer eine Rede gehalten hatte und Erdogan Wut in Brand aufgestanden ist, sie in einen Lügebold geschimpft hat und dann den Raum verlassen hat. Solche Sachen, die zurzeit passieren, sind klassische Eigentore in diesem Sinne. Also hier brauchen die im Endeffekt, die Sachen wurden, also das Video von dieser Konferenz wurde zum Beispiel direkt auf allen Gülen-Kanälen gepostet, konnte auf Facebook direkt betrachtet werden. Und die Saman-Zeitung hat mittlerweile auch einen YouTube, ist man sowieso nicht mehr angewiesen. Man ist so die Sperrung umgangen und schafft es eben so, dann Meinung zu machen und auch zu Großteil der Bevölkerung erreicht. Also in Soma wiederum ist jetzt ein spezieller Fall, das gehört zur Region Manisa und diese Region hat bei den Kommunalwahlen mit 43% für die AKP gestimmt. Also es ist eine AKP-Hochburg. Entsprechend haben die Hinterbliebenen natürlich gehofft, also auf Unterstützung gehofft und Mitgefühl gehofft. Allerdings hat Erdogan ja auch wieder Eigentor Allahs zur Güte geschossen und wie wahrscheinlich alle im Raum auch wissen oder auch per Livestream, er hat sich gezeigt, als kein Verbündeter der Schwachen mehr zu sein, kein Mitgefühl, die Attacken seines Beraters oder auch seine eigene Faust, die eventuell ausgerutscht ist, ob er hier nicht wichtig ist, ob er es wirklich gemacht hat, sondern die Tatsache, dass es ihm auch wirklich jeder glaubt und es niemanden verwundert, dass er Tat gegenüber anderen wird. Und das alles hatte den speziellen Nutzen für die Gülenbewegung, ohne selbst aktiv werden zu müssen, ohne jetzt irgendwelche Abhöraktionen starten zu müssen. Man konnte hier Kritik üben, also man hat es innerhalb eines, innerhalb einer moralischen Grenze immer gemacht, natürlich, der passiert ist, aber immer auch in Bezug auf die Regierung rezipiert. Und vielleicht 2 Sachen zu den Medien, die sie jetzt während der Katastrophe in Soma reagiert haben. Die Gülen-Medien haben sich auch um die Proteste in den anderen Städten in der Türkei gekümmert und das kaum, außer die sehr linken Blätter, hat das niemand gemacht. Also hat sich niemand getraut aufgrund der Angst vor Repressionen von Seiten der Regierung. Und man konnte eigentlich nur in den Gülen-Medien auch Bilder sehen von den Wasserwerfern wieder oder von gasbefüllten Straßen und Ähnlichem. Also hier wurde eben dann wieder versucht, Meinung zu bilden und zum Zweiten hat sich Gülen mittlerweile auch zu Wort gemeldet. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass er im Endeffekt die Rede gehalten hat, die man eigentlich hätte von Erdogan erwarten können. Also er hat sich vergangenen Mittwoch das erste Mal gemeldet und bis gestern kamen dann immer wieder neue Artikel. Er wird hier sehr persönlich und schreibt auch, dass er seither nicht mehr schlafen kann, seit dem Unglück, mehrmals täglich seine Kleidung wechseln muss, weil er vor Aufregung so arg schwitzen muss. Er schließt alle Verbliebenen und Toten sein. Ja, also ich denke, das würde ihm auf jeden Fall Sympathiepunkte bringen in der Bevölkerung und es wird sich dann spätestens bei der Präsidentenwahl im August dann zeigen, ob Manisa immer noch mit gut 40% für den AKP-Kandidaten stimmen wird.
Das war jetzt so die aktuelle das war jetzt sehr, Situation. Das war jetzt sehr offen. Also kann man dann schon irgendwelche Auswirkungen des Grubenunglücks auf Umfragen oder auf Stimmung in der Bevölkerung konkret sehen? Also bis auf die Proteste, die weiter andauern, also vor allem in Istanbul war jetzt am Sonntag wieder sehr viel los, sehr heftig. Ich muss sagen, in Izmir ist es mittlerweile sehr ab. Letzten Donnerstag noch türkeiweit die meisten Protestanten auf der Straße mit 20.000. Aber das ist leider jetzt schon alles abgeebbt und abgeflaut. Ansonsten wurde heute ein Gremium gegründet, das jetzt die Hintergründe aufklären soll des Grubenunglücks. Und dem wurde heute eben stattgegeben in der Versammlung, in der Parlamentsversammlung. Es wird sich zeigen, was diese eben herausfinden, wie eben die Schuld hinzugeschoben werden kann. Spielt das in der türkischen Politik gerade eine Rolle, dass vor einigen Monaten die Opposition beantragt hatte, die Grube bei Soma eben stärker zu kontrollieren bzw. Im Zweifel auch zu schließen? Ja, also ich glaube, es war direkt 20 Tage vor dem Unglück direkt, hat die CHP und MHP entsprechende Vorladungen gebracht und Anträge. Wir meinen alle Minen, ihre Sicherheit zu inspizieren, und das wurde eben eher direkt, wie Sie auch gesagt haben, von Erdogan abgelehnt. Warum auch immer. Okay, und die Stimmung in der Gülen-Bewegung, also das, was momentan über die offiziellen Medien eben rüberkommt, das ist, dass man sich eben sehr staatstragend gibt, also dass gerade eben Gülen eben auch als so eine Art Schattenpräsident quasi agiert, aber es ist gegenüber der AKP wird jetzt nicht deutlich Stellung bezogen, sondern eher einfach Anteilnahme gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Aber wie ich gerade gesagt habe, da das jetzt langsam abebbt, die Katastrophe an sich, fangen die Kolumnenschreiber, die Kolumnisten jetzt schon langsam an, gegen die Regierung zu wettern. Da wird direkte Kampf wird weitergehen, also auf jeden Fall auf Presseebene, auf Medienebene. Gibt es denn irgendwie, also in Anbetracht der Ausmaße, mit der dann eben auch auf die Bewegung in der Türkei geschimpft wird, gibt es da irgendwie ein Zeichen von Solidarisierung auch schon stärkere? Bisher nicht, und ich muss auch sagen, dass die religiöse Gemeinschaften also überhaupt kein Mitspracherecht haben, und ich auch noch niemanden gefunden habe, der wirklich, also jeder kennt jemanden, der in der Gülenbewegung aktiv ist, aber niemand ist wirklich von der Gülenbewegung positiv überzeugt oder ähnliches. Deshalb hatte die AKP auch zum Beispiel hier noch nie eine Chance, gewählt zu werden. Okay, und einen Punkt hatte ich noch vorhin mir aufgeschrieben. Also wir hatten ja hier auch darüber gesprochen, eben inwiefern man davon sprechen kann, dass die Gülenbewegung sich aktiv gewehrt hat gegen diese Angriffe auf ihre Bildungseinrichtungen und auf ihre Infrastruktur. Zumindest die Leaks sind wahrscheinlich auf die Gülen-Bewegung zurückzugehen. Aber die Frage, ob man eben auch aktiv versucht hat, über die Kommunalwahlen Einfluss zu nehmen und eben Anti-AKP-Kandidaten und Kandidatinnen zu unterstützen, konnte nur so halb beantwortet werden. Sie hatten jetzt gesagt, dass es eben mal mehr, mal weniger Unterstützung für Kandidaten, Kandidatinnen der AKP von Seiten der Gülen-Bewegung gab. Das heißt, auch da kann man nicht wirklich klar eine Zuschreibung machen, inwiefern die Gülen-Bewegung halt innerhalb des Kommunalwahlkampfs da eben auch in klar Position bezogen hat, sondern da gab es dann eben auch verschiedene Gruppen, die sich in verschieden stark für oder gegen die AKP eben eingesetzt haben. Ja, genau. Also diejenigen, die nicht die AKP gewählt haben, haben einfach den zweitstärksten Gegner der AKP gewählt. Und da war dann relativ egal, welche Partei diese zugehörte. Aber da das zahlenmäßig auch so wenig waren, ist es nicht ins Gewicht gefallen, die Stimmen der Gülen Sympathisanten. So, wir machen mal weiter. Und zwar hat Christina Dorn noch einen zweiten Teil vorbereitet. Es geht jetzt nochmal um die Gülen-Bewegung im internationalen Kontext und auch in Deutschland. Du forschst ja gerade zur Gülen-Bewegung in Tansania. Das genau. Ist natürlich sehr speziell. Mhm. Vielleicht kannst du ja damit mal einsteigen und uns kurz sagen, was Gülen und Tansania denn eigentlich so Bedeutsames miteinander zu tun haben. Ja. Jetzt muss ich kurz umdenken. Ich dachte, wir fangen mit Deutschland an, aber dann fangen wir so an.
also Tansania ist für die Gülen-Bewegung oder Subsahara-Afrika ist für die Gülen-Bewegung zunächst erstmal ein relativ neues Aktivitätsfeld. Wenn man sich anguckt, wie die Gülen-Bewegung angefangen hat, international auch ein Global Player zu werden, dann waren es zunächst, wie ich gesagt habe, erst die Balkangebiete, dann Zentralasien und eben Subsahara-Afrika ist da eine neue große Region, wo die Gülen-Bewegung aktiv ist und wo sie auch ja, andere Dinge nochmal betont in ihrer Aktivität. Was man vielleicht sagen muss, ist, dass die Gülen-Bewegung, wenn man sich überhaupt die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verbindungen anguckt zwischen Tansania und der Türkei, ist die Gülen-Bewegung sehr essentiell dafür. Und lange Zeit, und insofern spielt der politische Kontext auch eine Rolle, bis hin nach Tansania, weil auch im außenpolitischen Bereich da häufig die Bemühungen der AKP und von Akteuren der Bewegung Hand in Hand ging. Das heißt, es war ein bisschen auch eine Win-Win-Situation. Die Türkei suchte auch wirtschaftlich nach neuen Märkten, um sich auch mehr zu etablieren als globaler Akteur, wirtschaftlich wie aber auch kulturell, wie auch in verschiedenen Sektoren. Und Ostafrika und Tansania ist eben eine attraktive Region gewesen. Und häufig, ja, wie gesagt, hoffentlich profitierten die Akteure da auch voneinander. Das heißt, dass beispielsweise Geschäftsmänner, die nach Tansania gingen, eben schon auf Personen zurückgreifen konnten, seien sie jetzt Geschäftsmänner von Gülen inspiriert oder auch nicht, die den Kontext in Tansania kennen, die ihnen Netzwerke zur Verfügung stellen können. Also das war ein Vorteil und gleichzeitig, also man konnte da eben auch auf die Geschäftsmänner der Bewegung zurückgreifen, auf das große Netzwerk von Geschäftsmännern überhaupt der Gülen-Bewegung, was ja auch eine internationale Reichweite hat. Und gleichzeitig erfuhr die Gülen-Bewegung eine Unterstützung, zum Beispiel durch solche auch symbolischen Aktivitäten, zum Beispiel, dass die First Lady die von Gülen inspirierte Schule dort eröffnet hat. Und dadurch hat man nochmal mehr Glaubwürdigkeit und auch nochmal eine andere Position in der Bildungslandschaft in Tansania erfahren. Also häufig ging das Hand in Hand. Und das hat natürlich, ich war auch während der Kommunalwahlen in Tansania, um auch mir anzusehen, wie das wahrgenommen wird und wie das auch diskutiert wird, das beeinflusst natürlich auch ganz extrem die Bewegung in verschiedenen Ländern außerhalb der Türkei. Also zumal in Tansania ist die türkische Community auch sehr klein und es ist auch eine neue Präsenz. Das heißt, wenn es da Spannung gibt, dann sind diese Spannungen auch präsent. Ja. Ja, okay. Das so viel zu Tansania. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal zu Deutschland. Wir haben hier die Situation, ich werde ständig von Organisationen angeschrieben zu irgendwelchen Veranstaltungen im Bereich Bildung, Sport, irgendwelche Preise werden vergeben, irgendwelche Musicals werden gesungen, irgendwelche Lobreden werden gehalten. Also eigentlich ganz klassisch, aber ganz häufig stelle ich dann irgendwie fest, dass da schon wieder eine Organisation ist, die halt auch der Gülen-Bewegung halt einfach nahesteht oder halt irgendwie ein Teil von ihr ist. TÜDESP zum Beispiel als Bildungseinrichtung, Stiftung Dialog und Bildung. Ich finde es so faszinierend, dass man andauernd wieder auf eine neue Organisation trifft, von der es dann entweder heißt oder es irgendwie klar ist, dass sie halt Gülen nahesteht. Es ist ja alles nicht per se schlimm, aber es ist halt anscheinend echt ein ziemlich großes Netzwerk und die bekennen sich relativ selten klar dazu. Also was man dann aber häufig hat, ist dann halt eine Veranstaltung, wo man dann, die halt dann mit einer Rechtfertigung beginnt. Und was sie halt immer sehr stark versuchen, ist halt, dass alle Leute, die irgendwie Rang und Namen oder Titel oder sowas halt haben, nochmal irgendwo auch auf der Bühne präsent sind und eine Lobrede halten, sodass man sich mit denen auch schmücken kann. Das ist mir halt sehr deutlich aufgefallen. Also ich finde das sehr faszinierend, die sind halt auch sehr präsent, wenn man mal drauf achtet. Wenn man nicht drauf achtet, dann kriegt man kaum was von ihnen mit. Das ist mein Eindruck von Gülen oder eben Hizmet hier in Berlin. Ja, das wird wahrscheinlich in erster Linie daran liegen, dass man hier in Deutschland eben schon
Also und ich denke, dass es mir auch besonders aufgefallen war, ja mein erstes Forschungsfeld Deutschland war und dann das zweite Forschungsfeld Tansania, dass es hier in Deutschland einfach schon Kriterien gibt. Was ist ein islamischer Akteur? Was ist die Türkei? Also es gibt bestimmte Kriterien oder bestimmte Raster, wo die Gülen-Bewegung auch häufig nicht reinpasst. Also sie sind ganz anders organisiert, sie sind nicht in Moscheeverbänden organisiert, sie sind nicht Teil eines Dachverbandes und die Aktivitätsfelder der Bewegung befinden sich eben nicht in unmittelbar islamischen Bereichen und auch nicht die Spenden. Das ist ja auch das, was so innovativ ist an der Bewegung, dass es Gülen eigentlich geschafft hat, mit einer relativ konservativen oder wie man es nennen mag, also nicht sehr abweichend von islamischen Quellen, eine Argumentationsweise, doch islamisches Potenzial an Spenden und an Engagement durch die eigene Arbeit in Bereiche zu lenken, die erstmal neu sind, auch als islamische Aktivitätsbereiche. Und das ist, glaube ich, auch so die innovative Kraft der Bewegung. Das heißt, dass der säkulare Bildungsbereich, die Medien, Wirtschaftsunternehmen, dass das alles durch die Idee von Hizmet auch Orte werden, wo man sich religiös engagieren kann und wo ein Engagement oder eine Spende für diese Bereiche als religiös verdienstvoll gilt. Das heißt, dass sie nicht explizit als islamische Akteure auftreten, liegt zum einen auch schon in der Natur der Bewegung und in den Aktivitätsfeldern. Und ich denke, es hat sehr viel auch mit der Entwicklung in der Türkei zu tun, in welcher Zeit die Bewegung überhaupt entstanden ist und wie sich auch die religiöse Praxis der Bewegung, die jetzt auch spezifisch für die Bewegung ist, herausgebildet hat. Das heißt, Gesprächskreise, die im Privaten stattfinden, wo man die Bücher oder Schriften Gülens liest oder auch Said Nursis oder andere religiöse Schriften liest, wo man sich vielleicht Gülens Predigten anguckt und darüber spricht, aber das findet in privaten Wohnungen statt. Das ist jetzt nicht etwas, was sehr nach außen getragen wird, aber da werden häufig die islamischen Ideale der Personen gepflegt, die sich dann in einem zweiten Schritt eben in diesen Bereichen, die dann wieder nicht unmittelbar religiös sind, engagieren. Und des Weiteren, was eben auch ganz anders ist in anderen Kontexten, muss sich die Gülen-Bewegung natürlich auch ihren Platz suchen in einer sehr aufgeladenen Situation in Deutschland, die auch wiederum im internationalen Vergleich eine Besonderheit darstellt. Das heißt, erstens hat man eine große türkische Community hier, die immer auch Debatten aus der Türkei unmittelbar in den deutschen Kontext bringt. Das heißt, das ist eine Form von Öffentlichkeit auch, wo sich die Gülen-Bewegung verorten muss. Und andererseits hat die Gülen-Bewegung sich gleichzeitig zu verorten in einer sehr polarisierten Debatte über Islam in Deutschland, welchen Raum darf der Islam einnehmen. Zum Beispiel, was Sie erwähnt haben, vorhin haben wir darüber gesprochen, die Stiftungsgründung, Dialog und Bildung und wirklich einen allgemeinen Ansprechpartner für Hizmet in Deutschland. Und natürlich stellen sie sich da mit prominenten Personen hin, wenn sie andere NGOs sich angucken, die machen das nicht anders. Also man versucht natürlich erstmal auch eine gewisse Form von Werbung sozusagen zu haben, sich gut zu positionieren, ein bestimmtes Bild eben abzugeben. Das ist natürlich das Anliegen so einer Stiftungsveranstaltung irgendwie auch, also für das zu werben. Die werden sich da nicht den größten Kritiker auf die Bühne setzen. Und das sind Prozesse, die gerade stattfinden und die sehr interessant sind. Also auch die große Frage wäre ja, hat das dann auch eine Zentralisierung des Diskurses nach innen zur Folge? Was passiert überhaupt mit den verschiedenen Hierarchien, also mit der Struktur von Abis und Ablas, also bestimmte Personen, die für bestimmte Kontexte eine besondere Verantwortung, eine besondere Verantwortung haben, vielleicht untereinander auch vernetzt sind. Wie werden die in solche Zentralisierungsprozesse mit einbezogen? Und das ist interessant. Wenn ich mich erinnere, als ich angefangen habe zu forschen, wurde Gülen bei solchen Veranstaltungen nicht erwähnt. Also gar nicht. Und das ist ja heute ganz anders. Mhm. Na, heute sowieso. So viel erstmal zu Hizmet oder Gülen in Deutschland. Das mit dem Schmücken mit irgendwelchen Personen, das ist klar, das machen natürlich viele Stiftungen, das ist ein richtiger Hinweis oder viele Organisationen. Ich mache halt konkret, ich war halt bei einer Veranstaltung von Tüdesp, die eben auch Gülen nah sind, und das war diese Kulturolympiade, die findet dann mit Vorentscheiden, Regionalentscheid Nordost und Nordost, Süd oder was auch immer, und dann eben sozusagen mit Endausscheidung, und immer gibt es dann eben junge Menschen, die dann irgendwelche, in der Regel halt
Gesang oder eben Gedichte vorlesen. Und da war das zum Beispiel so, dass eben auch immer ein Preis übergeben wurde von einem, von irgendeiner Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Und aber da war halt die Hälfte nicht da. Weil das war halt, wahrscheinlich ging es denen wie mir, die haben halt irgendwie im Vorfeld erstmal zugesagt und haben gesagt, das hört sich gut an. Dann wurden sie nochmal von irgendwo darauf hingewiesen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder so, überlegte nochmal, ob du da auftauchen willst und sind dann halt nicht gekommen. Und wurden zum Teil bei jungen Menschen, denen halt eine Medaille überreicht werden sollte, dann drei Namen aufgerufen. Fand ich auch ein bisschen schlecht organisiert, hätte man auch vorher gucken können, ob die Leute da sind, wurden dann drei Namen aufgerufen, die sind dann alle nicht da gewesen und dann hieß es, ja, in der zweiten Reihe sehe ich doch hier den Redakteur so und so, dann kommen sie doch einfach nach vorne. Hauptsache, irgendwer überreicht jetzt diese Medaille. Also es war jetzt auch ein bisschen unprofessionell an einigen Stellen, aber mir ist einfach aufgefallen, dass sie natürlich sehr viel Wert darauf legen, einfach sich als sehr stark in der Mitte der Gesellschaft stehend auch darzustellen, das eben auch versuchen über irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens. Vielleicht auch zu den Veränderungsprozessen in Deutschland gegenüber der Türkei. Stellt sich für mich auch die Frage, inwiefern es hier Transformationsprozesse gibt. Also da im Ursprungsland Türkei einfach komplett andere Voraussetzungen es damals gab, als die Bewegung sich gründete und auch wachsen konnte. Also ja, zum einen dann, es gibt Stipendien, die von Gülen-Schulen vergeben werden. Man ist ganz anders aufgewachsen, da es nur den Islam gab und eigentlich keine andere Religion in der Türkei. Das heißt, es waren sowieso alles Muslime. Und ich glaube, solche Punkte, also zudem eine schlechte Bildungssituation, weshalb die Nachhilfeinstitute auch unbedingt notwendig waren. Und da frage ich mich eben, wenn das, ich meine, die jetzt Aktiven in Deutschland in der Gülenbewegung sind ja gebürtige Deutsche auf jeden Fall. Und daher auch haben sie das deutsche Bildungssystem genossen. Es gibt hier staatliche Bildungsforderungen und so weiter. Und daher frage ich mich natürlich, ob so eine bestimmte, ob diese Abhängigkeit gegenüber der Bewegung überhaupt bestehen bleibt und ob sich hier etwas ändert, auch öffnet. Das wäre zu der momentanen Situation, wie sie sich entwickeln könnte. Ist das eine Frage zur Bindungsfähigkeit? Also eine Frage, wie sehr eine Organisation ihre Mitglieder binden kann, ist natürlich immer auch ganz zentral, ne? Ja, und das ist, also es gab bis vor 10, 15 Jahren noch, also es gibt ja für die Abiturienten hier in der Türkei Universitätsvorbereitungsprüfungen, die bestehen, zu bestehen sind und danach darf man erst studieren. Und hier kann die Gülenbewegung eben gut ansetzen mit den Nachhilfeinstituten, weil die staatlichen Schulen einfach auch schlecht sind. Bis vor 10, 15 Jahren gab es dieses Gesetz mit den Vorbereitungsprüfungen auch, wenn man aufs Gymnasium wollte. Und auch hier konnte die Gülenbewegung noch verstärkt oder noch mehr Kinder, Jugendliche, Schüler für sich. Also hier ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wo man ansetzt. Also wie Sie auch gesagt haben, wie es bei jeder Organisation an sich eigentlich ist. Also was mich noch interessieren würde, wenn halt die Gülenbewegung in der Türkei so stark auch angegriffen wird und ihre droht auch ihre Infrastruktur und ihre Grundlagen auch ein bisschen entzogen zu bekommen, kann das auch zu einer noch stärkeren Internationalisierung führen, sodass man eben noch stärker sich wieder auf andere Länder konzentriert und tatsächlich noch Türkei unabhängiger wird? Ist das von der Struktur der Organisation her möglich? Es ist ja keine Organisation in der Hinsicht. Es ist ein Netzwerk. Ja. Und ich denke, was ich vielleicht auch nochmal im Hinblick auf die Transformationsprozesse, ich glaube, die Gülen-Bewegung ist sehr erfolgreich in anderen Ländern, auch wenn die Türkei weiterhin das Zentrum ist. Also die Person, es gibt ja immer eine große Verbindung zur Türkei, die kultiviert wird durch Praktiken, durch kulturelle Praktiken, durch Essen, durch Gesang, also diese Olympiaden, die finden ja auch weltweit statt. Also das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, die finden in allen Ländern statt, wo es Schulen gibt, die inspiriert von Fethullah Gülen sind. Und es gibt da immer Auswahl und dann gibt es ein Finale in Istanbul. Das heißt, das sind auch immer Momente, wo man die Globalität der Bewegung auch ein bisschen sehen kann.
Und diese Schulen, also in Tansania und auch in vielen anderen Ländern, gehören die Schulen zu den erfolgreichsten Schulen. Also es sind Schulen, wo die Minister ihre Kinder draufschicken, auch christliche Minister, es sind keine islamischen Schulen in dem Sinne. Unterscheiden sich auch von anderen religiös motivierten Schulen in Tansania zum Beispiel, die eben dann doch einen stärkeren religiösen Moment haben, auch was zum Beispiel den Lehrinhalt, also wirklich jetzt die Unterrichtspläne anbelangt. Und insofern denke ich, natürlich ist die Türkei weiterhin ein großes Zentrum, auch zum Beispiel, wenn man sieht, wie funktioniert auch der Austausch von Lehrern zum Beispiel, dann funktioniert der über die Türkei häufig, aber auch darüber hinaus. Also auch nicht nur, sondern und das finde ich, und das sind interessante Prozesse, wo ich auch gerade erst dabei bin, mir irgendwie auch ein Verständnis zu erarbeiten. Und zwar ist ein Punkt, den ich sehr spannend finde, sind Personen, die Teil von dem inneren Kern der Cemaat werden, die nicht türkisch sind. Also man hat ja schon seit einigen Jahren, sah man eben auch Kirgisen, aber jetzt eben auch Tansaner, die eben dann auch anders als ein Deutsch-Türke wirklich gar keine, also nicht in einem türkischen Kontext überhaupt sozialisiert werden, aber dann wiederum schon durch die Schulen der Gülen-Bewegung und dadurch, dass sie häufig mit Stipendien auch in die Türkei geschickt werden. Also das heißt, was passiert eigentlich, wenn Personen Teil von Hizmet werden, also wirklich auch vom inneren Kern Abis werden, also auch in bestimmte Schlüsselpositionen dann einnehmen, die überhaupt nicht diesen türkischen Background haben, auch historisch nicht diesen türkischen Background mitbringen sozusagen, der sonst ja in der Bewegung immer auch ein wichtiger Moment ist. Das finde ich eine interessante Frage und dann auch gleichzeitig... Kann man die denn auch beantworten? Ich nicht, nein, ich noch nicht. Okay. Also ich finde es bei denen, die Personen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die ich interviewt habe, es waren sehr wenige, es waren nur drei, zwei Tansaner und eine aus Jemen. Und da war es interessant, dass sie trotzdem großen Bezug zur Türkei immer hatten. Also sie hatten in der Türkei studiert, sie hatten auch Türkisch gelernt, also der Diskurs fand weiterhin auf Türkisch auch statt. Also Türkisch war weiterhin die dominante Sprache und sie hatten auch, also es war interessant, sie beherrschten auch so... ja, türkische Floskeln, türkische Höflichkeitsregeln. Also sie waren da sehr sozialisiert in einem türkischen Kontext auch. Aber das ist die Frage, also was passiert denn weiter? Und gleichzeitig sind es wirklich globale Akteure auch. Also wenn man sich zum Beispiel die Lehrerinnen anguckt, dann sind das Frauen und auch Männer bei den Lehrern, ich habe natürlich bei den Frauen geforscht, die wirklich in einem bestimmten Takt in 4 Jahre in Tansania sind, dann 3 Jahre in Thailand, dann 2 Jahre in Jemen, also die wirklich auch natürlich immer in Räumen, die von bestimmten Kriterien geprägt werden, also die Bewegung auch ausmachen, also Softbeds immer als die gemeinsame Praxis. So. Und das, glaube ich, ist auch was, wo die Bewegung trotzdem noch dann ihren Kern hat. Ja, also insofern finde ich, sind das spannende Prozesse. Also einerseits dieses Globalisierende, dieses sich Ausweitende, pluraler werden und andererseits hat man ja immer noch die Praxis, die ja doch eine Einheitlichkeit irgendwie garantiert. Ich hatte dazu auch Fragen gestellt, den Akteuren in Tansania, mit denen ich gesprochen habe und sie meinen, dass durch die Konflikte in der Türkei sich jetzt wieder im Deutschen die Spreu von der Weizen, im Türkischen sagt man, glaube ich, den Reis vom Sand trennen. Also dass sich jetzt sozusagen die davon unterscheiden, die Gülen-Bewegung auch unterstützt haben, weil sie natürlich auch irgendwann ein Stipendium bekommen haben und vielleicht einen Praktikumsplatz oder einen Job irgendwo. Und diejenigen, die wirklich Hizmet machen wollen und das als großes Ideal des eigenen Lebens sehen. Nochmal ganz kurz in Richtung Türkei-Sicht auf die Gülen-Bewegung. Die Frage war jetzt tatsächlich einfach in die Zukunft gerichtet. Wie sieht dieser Transformationsprozess der Bewegung momentan aus und ist da eine Richtung abzusehen? Und gerade im Hinblick auf die Frage Internationalisierung der Bewegung, wenn die Angriffe auf die Infrastruktur in der Türkei halt weitergehen, kann man da irgendwie, ist die Bewegung auch mit weniger starkem Rückhalt in der Türkei international lebensfähig? Lebensfähig auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass es für Gülen selbst extrem schade wäre, wenn ja diese Basis in der Türkei verlieren würde. Also es sind von den Nachhilfeinstituten ungefähr 70%, die der Gülen-Bewegung zugerechnet sind. Und wenn die bis September 2015 wirklich
würde das irgendwie sehr schmerzen. Aber persönlich glaube ich, dass, also auch wenn der türkische kulturelle Rahmen weiterhin besteht, natürlich die ganze Bewegung schon in die USA, Richtung USA wandert. Also da auch die größeren Publikationshäuser sind mittlerweile alle in den USA und Bücher werden von dort aus auch gedruckt und weitergegeben. Vielleicht, wenn ich noch eine kurze Ergänzung machen darf, was mir häufig erzählt worden ist, ist, dass das Ziel der Bewegung, wenn sie anfängt, sich in neuen Ländern auch zu etablieren, ist eigenständig auch zu funktionieren dort. Also funktionieren meine ich im Sinne von auch zu finanzieren. Das heißt, in Tansania sieht man jetzt schon, also allein schon in dieser Spanne von einem Jahr, wo mein erster Forschungsaufenthalt und der letzte Forschungsaufenthalt war innerhalb von einem Jahr jetzt, und kann man sehen, dass einfach viel mehr Geschäftsleute nach Tansania gegangen sind und die Bewegung unterstützen. Das heißt, sie sind gar nicht mehr angewiesen auf so viel Gelder von der Türkei. Und das ist natürlich auch ein überspringender Punkt. Also die Türkei und insbesondere eben auch Personen, die eben viel Geld haben, war natürlich insbesondere auch für die Finanzierung der Schulen und der Aktivitäten wichtig. Und es wird aber insgesamt immer versucht, die lokale Community und sich aus der lokalen Community zu finanzieren. Und in Tansania ist es auch wirklich schon innerhalb von diesem Jahr wahnsinnig vorangeschritten, weil man einfach jetzt auch finanzstarke Geschäftsmänner hat, die eben spenden für die Schulen. Also ein deutliches Plädoyer für die wahrscheinliche Sustainability der Bewegung international, auch in Unabhängigkeit von der Förderung aus der Türkei. Ja, ich denke schon, ja. Okay. Zu welchem Zweck, stellt sich dann die Frage. Zu welchem Zweck? Aber warum sollte der Zweck sich verändern, nur weil man weniger Welchen Zweck hat die Gülen-Bewegung überhaupt? Wollen sie jetzt die Menschheit beglücken oder worum geht es hier? Hier sind ja so Leute, die forschen, die sollten mal dazu was sagen. Also Rotes Kreuz ist was anders. Ja, Florian Vollm, worum geht es? Politische Einflussnahme kann man ja Ihnen sozusagen auch nicht absprechen, meiner Ansicht nach. Ja, also ich bin der Meinung, dass das alles passiert, weil man sich Freiräume erkämpfen will, um den eigenen islamischen Lebensstil, egal wie konservativ der jetzt sei, einfach auch leben zu können. Ich denke, wenn man sich die 1980er Jahre ansieht, hat Gülen hier in der Politik durch Özal sehr viel geschafft und den liberalen Raum, der zur Verfügung gestellt wurde, für sich nutzen können. Es konnten dann Medienunternehmen, Schulen und so weiter aufgebaut werden. Somit konnte die Bewegung wachsen, um diesen islamischen Lebensraum auch wachsen zu lassen. Aber leider, und hier ist auch mein Kritikpunkt, wird diese Liberalisierung nach innen nicht durchgesetzt. Also man sorgt vielmehr dafür, ein Netz aufzubauen, ein islamisches Netz, was einen unabhängig macht von der Außenwelt. Also wir haben zum Beispiel ja auch eine eigene Bank, es gibt eine eigene Versicherung, die ganzen Medien, Fernsehsender, es gibt mittlerweile in Ankara ein Wellness-Hotel, das der Gülen-Bewegung zugerechnet wird, das auch geschlechtergetrennt aufgebaut ist. Also, und ich glaube, das ist eben der grundsätzliche Zweck. Es geht nicht darum, den Staat zu unterwandern und irgendwann die Regierung zu übernehmen. Der Staat wird insofern unterwandert, dass die Ziele der Bewegung versucht werden umzusetzen im Staatsapparat, was, wenn es denn demokratisch, also wenn es demokratische Ziele sind, die damit erreicht werden, ja auch für das Volk an sich positive Effekte hat. Aber ich glaube, das ist so das Grundziel. Da klang jetzt so ein bisschen dieses Wort Parallelgesellschaft oder Parallelstrukturen auch durch, wenn ich es richtig verstanden habe. Das kann man auch als Kritik sehen, oder? Das ist ja schon einer der Vorwürfe, der in der Türkei dann auch mal wieder gemacht wurde. Ja, auf jeden Fall. Und also ich sage auch, die kleinen Unternehmen hier, die es überall gibt, auch also in der Türkei speziell, die leben alle voneinander. Also hier hat niemand Beziehungen, also unternehmerische Beziehungen mit einer Firma, die nicht dem Netzwerk angehört. Man lebt im eigenen Kreis und man lebt eigentlich so auch sehr gut. Also es ist ja nicht so, dass eine schlechte finanzielle Situation vorzufinden ist innerhalb der Bewegung. Ja, Safdarjina, du hast die Frage gestellt, wie würdest du die beantworten? Also die Frage jetzt, ob das sozusagen nur ihr eigener
Die deutsche Sprache ist so verdorben, Lebensraum ist ein falsches Wort. Also ihre eigenen Lebensumgebungen sich schaffen wollen für ihr Verständnis von Islam. Hm. Oder ob sie darüber hinausgehende Ziele haben jetzt für die Türkei. Das ist ja eines der offenen Fragen. Mhm. Da gibt es ja eine Menge Vorwürfe, die sind zwar nicht bewiesen, aber auch das Gegenteil nicht. Und wie gesagt, falls diese Organisiertheit im Staatsapparat zutreffend sein sollte, dann ist das natürlich mehr als jetzt, ich will meinen Islam leben. Wobei natürlich dein Islam, dein Christentum, dein Judentum mit anderen Normen kompatibel sein muss. Mhm. Das vorausgesetzt. Nur wenn jetzt der Kollege aus der Türkei ja eben, glaube ich, gesagt hat, ja, die dass sie das alles verlagert. Nein, dass sie ihre Islamvorstellung leben wollen. Und wenn in der Türkei das nicht mehr möglich sein sollte, wir reden ja jetzt so ein bisschen im Konjunktiv. Ja, wo dann? In Tansania mit wem? Oder in USA mit wem? Also irgendwas haut ja da nicht hin. Aber ich weiß auch nicht, ob wir da nicht so ein bisschen auch schon historisch noch zu sehr irgendwie in den 90er, 2000er sind, der Gülen-Bewegung mit den eigenen Lebensräumen und islamische Lebensweisen praktizieren. Und also ja, was denn sonst? Geld verdienen? Habe ich nichts dagegen. Aber also ich glaube, wirklich immer, also ich glaube, es gibt nicht eine Antwort. Ich würde jetzt auch tatsächlich mal ins Publikum geben. Wir hatten schon ein paar Meldungen. Und geben das jetzt mal so ein bisschen frei. Die erste Meldung geht sozusagen an dich und dann könnt ihr euch ja schon mal überlegen, ob es noch Aspekte gibt, die ihr auch mit ansprechen wollt. Schieß los. Ich glaube, die Frage ist eigentlich im Großen und Ganzen angekommen. Ich würde es mal aufgliedern in drei verschiedene Punkte. Ja? Zum einen... Zum einen... Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Zum einen eben belastbare Texte, nicht nur irgendwie so ein diffuses Nachrichtengewimsel. Da haben wir einige gute Texte gefunden, mit denen wir uns auch vorbereitet haben. Die würde ich dann sozusagen, das Video der Veranstaltung online geht, dann würden wir die auch mit dazustellen. Die kann man dann eben auch nochmal sich anschauen. Das sind dann Empfehlungen von uns. Das Zweite... ist das mit der Sekte. Das Dritte, das mit dem auch wieder belastbare Texte, da wäre sozusagen jetzt vielleicht ein Appell an Florian Vollm und Christina Dorm, dass die einfach ihr forscht ja beide, sie forschen ja beide und da ist natürlich der Punkt, was kommt denn da am Ende bei rum? Da ist natürlich der Wunsch offensichtlich auch da, dass man dann vielleicht was dazu lesen kann. Vielleicht wäre es ja nett, einfach mal so ein ungefähres Datum zu hören, wo man mal in diese Ergebnisse reinschnuppern kann. Kann man da irgendwas? Ja, also mein Artikel über Tansania ist publiziert worden letzte Woche in Sociology of Islam. Da gab es ein Special Issue über die Gülen-Bewegung. Auch erstmals wirklich alles internationale Wissenschaftler, die sich unabhängig eben nicht gefördert. Ich meine, dass die Gülen-Bewegung Wissenschaftler fördert, ist nicht nur in Deutschland der Fall. Das ist oder in Deutschland am wenigsten, auch in den USA ist das vor allen Dingen ein Punkt, ne? dass die auch in die Wissenschaft versuchen, da auch über die, halt, ja, also ein bestimmtes Bild eben auch zu verbreiten. Aber dieses eben ist, dieses Journal ist unabhängig und meine Magisterarbeit wird auch publiziert dieses Jahr noch. Mhm. Also da, allerdings bin ich Ethnologin. Das heißt, mir geht es weniger um Zahlen und Fakten und jetzt muss ich doch mal die eine Wahrheit irgendwie aufschreiben, sondern mir geht es um, oder in Deutschland geht es mir um die Motive der Akteure, warum wohnen sie in so einer Wohngemeinschaft, also ich habe über Wohngemeinschaften geforscht, es mag jetzt Ihnen nicht liegen oder Ihrem Bedürfnis von wissenschaftlicher Anliegens, aber das waren meine Fragen waren halt, was sind die Motivationen da reinzuziehen, ich habe dort gewohnt eine Zeit lang mit den Frauen gemeinsam in diesen Wohngemeinschaften. Mir ging es um die Alltagspraxis, wie gestaltet sich, was für Unterschiede gibt es, wie sieht es danach aus, wo arbeiten Sie danach, das war vielleicht so mein Forschungskontext. Aber die Strukturen, also ich verstehe, dass da insbesondere eine Skepsis ist, weil ja eben über lange Zeit und bis zum Teil noch bis heute eben gesagt wird, also mit dieser ambivalente Diskurs, ne? wir haben nichts mit Gülen zu tun, ja, natürlich, Sie kennen wahrscheinlich Gülen nicht persönlich, der Direktor, aber natürlich hat er was mit Gülen zu tun, insofern, dass, wo kommen die Gelder her, warum macht er Überstunden zum Beispiel. Ne? Also solche kleinen Sachen sind natürlich alles Punkte, da kommt Gülen ganz viel rein. Ich denke, wenn man sich wirklich
mit der religiösen Praxis beschäftigen möchte und gucken will, was ist eigentlich der religiöse Kern des Ganzen, dann muss man sich die Softbed-Gruppen angucken und die Wohngemeinschaften. Also das heißt Gruppen, in denen die Texte glänzen und die sind ja publiziert, die kann man ja viel überall kaufen. Ein Buchladen ganz prominent hier um die Ecke, wo die auch alle im Shop zu kaufen sind, da kann man ja reingucken, man kann die ja lesen, die sind ja nicht versteckt, die Bücher oder so, sie werden ja viel mehr noch sehr publik gemacht im Internet, sehr beworben. Und diese Bücher werden letztendlich auch gelesen in Softbed-Gruppen, in den Wohngemeinschaften und dann wird diskutiert, was bedeutet das für mein Leben, wie setze ich diese Ideen um, so, das ist vielleicht, was ich zu dem religiösen Kern sagen kann. Und es gibt natürlich auch eine Struktur, die ich auch schwierig finde zu fassen, von Abis und Ablas, also wörtlich großer Bruder. Brothers and Sisters. Brothers and Sisters, die natürlich das Netzwerk irgendwie auch zusammenhalten. Es ist dann letztendlich auch nicht alles so los und so verlaufen, wie sich es vielleicht anhört, sondern es gibt bestimmte Personen, die Autoritäten sind, die eine Verantwortung haben. In den Wohngemeinschaften zum Beispiel bestimmen sie auch über das Programm und überlegen sich, was wird jetzt letztendlich gelesen, was ist zum Beispiel auch, wie nimmt die fromme Lebensführung hier auch Gestalt an. So. Und solche Autoritäten sind dann die Personen, die auch im Netzwerk eine Bedeutung haben. Gebe mal an Florian Vollm erstmal, also auch an Sie nochmal die Frage, ist die Gülen-Bewegung eine Sekte, beziehungsweise hat sie sektenähnliche Eigenschaften? Das ist vielleicht eine bisschen gemeine Frage an jemand, der seine Doktorarbeit schreibt, wann soll die denn erscheinen, dass wir die auch lesen können? Ja. Also falls es da ein Datum gibt. So. Nein, es gibt kein Datum. aber ich kann mich mit dem Begriff der sektenartigen Strukturen auf jeden Fall anfreunden. Und man kann sich meiner Meinung nach auch von der Idee verabschieden, dass es nur ein Netzwerk sei. Also in den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, der ganzen Literatur, also vor allem der türkischen Literatur, die man dann, die erste Literatur, die man hier zu lesen bekommt, ist relativ schnell klar, dass diese innere Hierarchie auf jeden Fall vorhanden ist und dass auch jeder Schritt vorausgeplant ist. Und darüber muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Also allein die Frage, wie die Kulturolympiade gibt wird in der ganzen Welt, die dann am Ende in Istanbul findet, hin und her bewegt, die von einem Teil der Welt zum anderen Teil der Welt gelangen. Und weitere Punkte, die einfach darauf schließen lassen, dass es auf jeden Fall zentral geplant ist. Auch egal, wo dann Kritiker sind, wird entsprechend auch reagiert, oder hat man auf jeden Fall diese Geschichten auch schon gehört. Okay, die Frage nach der Doktorarbeit wurde jetzt nicht beantwortet, dann lassen wir die vielleicht lieber ruhen. Also nur vielleicht zum Vergleich. Ich habe Islamwissenschaft und Soziologie studiert und daher wird sich in meiner Arbeit auf jeden Fall auch um den Ursprung drehen, den religiösen Ursprung, die Texte von Said Nursi. Habe ich für die Masterarbeit auch schon gelesen und das wird alles mit einfließen, um dieses Grundsegment auch zu analysieren und aufzudrillen. Also es soll im Endeffekt diese kollektive Identität und es soll sich dann auch darum drehen, wie diese erhalten wird und verbreitet wird, vor allem dann auch. Okay, danke. Das waren jetzt sozusagen die Aspekte Zentralität und Hierarchie. Ich denke mal, wenn man über das Thema Sekte spricht, dann ist natürlich, glaube ich, es gibt ja bestimmte Kriterien, die halt dann eben eine Sekte kennzeichnen. Es gibt auch Sektenbeauftragten. Bundesregierung, Landesregierung haben auch Sektenbeauftragte, die sich mit sowas beschäftigen. Eines der Kriterien ist natürlich, dass auch die Frage, also zum einen die Frage der Bindungsfähigkeit der Organisation und zum anderen eben ein ganz wichtiges Kennzeichen einer Sekte ist, dass die Mitglieder eben auch immer dazu gebracht werden, mit Nichtmitgliedern keinen Kontakt mehr zu halten nach einer gewissen Zeit.
Und da wäre sozusagen die Frage, ob das typisch wäre für Mitglieder einer Gülen-Bewegung. Nein, aber nochmal, die Frage steht immer noch, und was ist denn das? Ist das ein, also mein, nicht, dass die katholische, also der Vatikan nicht eines der größten Kapitalisten auf dem Planeten ist, das wissen wir. Trotzdem jetzt mal zu Gülen, was ist denn das? Macht er Politik? Macht er Wohlfahrt? Weil er äußert sich ja auch zu allen möglichen politischen Sachen. Ja. In der Türkei, in der Welt, ja. Oder ist das ein Wirtschaftsimperium? Also diese Fragen, was das ist und was die Ziele sind, das ist für mich das Wichtige. Sonst können die Leute religiös sein, wie sie wollen, solange sie so im Rahmen eines demokratischen Rechtsstaates sich bewegen. Aber da gibt es, denke ich, schon zumindest Fragezeichen. Die haben zum Teil auch mit der Intransparenz zu tun und zum Teil auch mit dieser Rumeierei. Wenn du in der Ecke Politik bist, ja, das hat er nur gesagt, um den Weltfrieden zu retten. Eigentlich sind wir religiös. Wenn sie da sind, nein, eigentlich wollten wir hier Bildung machen. Also das ist, wie gesagt, das verstärkt die Fragezeichen. Und sicherlich gäbe es da Möglichkeiten, diese Fragezeichen zu beheben. Es sei denn, es soll eben nicht behoben werden, weil das eine oder andere vertuscht werden soll. Na gut, also es gibt diese Brüder und Schwestern und die sind, welche Rolle nehmen die denn jetzt konkret bei dieser Bewegung ein? Anscheinend scheint das ja so eine Art Konflikt auch zu sein. Das sind Leute, die eben für die Bewegung mehrere Jahre an einem Ort und Dinge tun und dann irgendwie versetzt werden und dann woanders, wie bei den Jesuiten halt quasi, oder? Also es kommt ein bisschen drauf an, weil das sind ja immer bestimmte Autoritäten in Bezug auf einen bestimmten Bereich. Und je nachdem, was der Bereich letztendlich ist, sind sie auch in der Hierarchie positioniert. Das heißt, es gibt Abi und Ablas für Wohngemeinschaften, die sind untereinander koordiniert. Das heißt zum Beispiel, wenn man die Wohngemeinschaften in Kreuzberg hat, treffen sich die Ablas möglicherweise und sprechen über, was liest ihr gerade in den Wohngemeinschaften, was passiert da. Das heißt, es findet eine bestimmte Koordination statt. Die gibt es aber auch auf höheren Ebenen. Also die Hierarchien, das sind auch was schwierig ist auch zu erforschen oder was auch in der Interviewsituation nicht immer einfach ist. Also ich würde jetzt ganz gerne die EU-Diskussion nochmal ganz kurz, den EU-Beitritt als Diskussionspunkt nochmal ansprechen und da jetzt nochmal direkt an dich. Du bist da ja auch aktiv in dem Thema, musst nicht alles auf die bösen Forscher aufladen, die den Fokus zu eng haben, sondern einfach mal ganz konkret, wie geht es weiter mit dem EU-Beitritt, was hat die Kommunalwahl dazu beigetragen, positiv, negativ, Soma, was für Auswirkungen hat das Ganze jetzt? Also ob die Kommunalwahl dazu was beigetragen hat, weiß ich nicht, aber Franz Josef Strauß hat schon gesagt, Verträge müssen eingehalten werden, also muss die EU, auch die Bundesregierung, da ihre Position entsprechend positionieren. Das Problem ist natürlich die Lage in der Türkei. Wenn aus meiner Sicht ist das Wichtigste an Reformen der demokratische Rechtsstaat und davon ist die Türkei weit entfernt. Mhm. Und ob sie dann irgendwie eine Infrastruktur haben und drei Brücken Bern bauen, das ist völlig uninteressant für mich im Moment. Im Moment sind ja diese Kapitel, das sind glaube ich 23, 24 im Gespräch, nur das Verhalten der EU hat in der Türkei, jetzt nicht in der AKP als solche, sondern überhaupt die Motivation, sich mehr den EU-Normen anzunähern, sehr demotiviert. Mhm. Weil jeder zu Recht sagt, sag mal, was ist denn das jetzt? Wollen die hier uns verarschen? Erst sagen sie, wir verhandeln, dann sagen sie, eigentlich wollen wir hier nicht, euch nicht. Und die CSU hat nach 40 Jahren plötzlich entdeckt, dass in der Türkei überwiegend Muslime leben. Weil Adenauer wusste das nicht, als er 63 den Vertrag unterzeichnet hat. Also diese Doppelzüngigkeit der EU hat in der Türkei die Reformkräfte, die sozusagen nach den EU-Normen, die ja im Prinzip auf dem Papier zumindest gut sind, forcieren wollen, völlig demotiviert. Es gibt eine massive Anti-EU-Haltung in der Türkei, die nicht so schlimm wäre. Dann kann jeder kann sich zur EU stehen, wie er sie will. Aber sie hat wirklich schon, ich sage das ganz bewusst, eine antizivilisatorische Haltung. Also wenn du so Demos hast, nieder mit den Menschenrechten. Da kannst du nicht nur sagen, das sind jetzt irgendwelche Faschisten. Das ist nicht so. Also es wird so diskutiert, auch in den öffentlichen Fernsehen, diese mit ihren Menschenrechten, die sollen uns in Ruhe lassen. Und da ist der Hauptschuldige die EU. Hm. Dass natürlich die Türkei nicht aus ihrer Verantwortung entlässt. Weil du musst natürlich das Wichtige machen, egal was die EU macht. Aber es gibt natürlich einen Zusammenhang. Diese Regierung hat vielleicht auch aus Eigeninteresse angefangen, irgendwelche Reformen Richtung EU zu machen.
Und die EU hat das völlig kaputt gemacht. Völlig kaputt gemacht. Und im Moment wird ja weiter rumgeeiert. Wie gesagt, das enthebt die Türkei, die Politik in der Türkei nicht, ein zeitgemäßer Staat und so weiter alles aufzubauen. Aber die EU ist da völlig raus, die ist kontraproduktiv. Sonst, ich persönlich würde mir wünschen, dass die Türkei so weit wäre, in die EU zu kommen. Aber die Diskussion, um sozusagen genau die Kapitel jetzt aufzumachen, die gerade problematisch sind, wie zum Beispiel eben auch im Bereich Bürgerrechte, ist das hilfreich oder eher nicht? Im Prinzip ja, nur wenn die EU jetzt wieder Glaubmacht macht, wir diskutieren mit euch, um die Vollmitgliedschaft zu erreichen. Und das ist im Moment alles andere der Fall. Im Moment fühlen sich die Menschen in der Türkei, die Mehrheit, verarscht. Die diskutieren mit uns, um das zu verhindern. Ich verkürze mal ein bisschen. Und das hat diese EU-Politik gemacht. Da ist die Bundesregierung nicht ganz unschuldig, aber Frankreich natürlich auch. Ja, das ist der Punkt im Moment. Die EU muss erstmal ihre Glaubwürdigkeit gegenüber der Türkei wiederherstellen. Grundsätzlich wollen wir eure Vollmitgliedschaft. Und jetzt verhandeln wir ernsthaft, ob ihr diese Bedingungen oder Voraussetzungen erfüllt und unterstützen euch auch meinetwegen. Davon sind wir weit entfernt. Die Gezi-Proteste und die Reaktion darauf haben ja durchaus auch Einfluss genommen auf die öffentliche Meinung in Europa und auch auf die Beitrittsverhandlungen. Kann man das auch für das Verhalten, also für die Ereignisse rund um die Kommunalwahlen, also diese Whistleblowing-Aktivitäten auch zur Reaktion von Erdogan nach der Kommunalwahl, wo er seine Gegner nochmal so explizit angegriffen hat, hat das auch Einfluss genommen auf die öffentliche Meinung und auch auf die Beitrittsdiskussion? In der Türkei jetzt? In Europa. In Europa. Also gut, das sind jetzt Nebenaspekte. Also wenn du die Grundlinie hast, ich will ernsthaft die Türkei in die EU, musst du diese Sachen natürlich nicht so, also die letzten Sachen nicht so ernst nehmen. Aber die Gezi-Geschichten sicherlich, weil die Gezi-Geschichten haben wirklich gezeigt, dass gewisse Reformen und Demokratisierungen so lange für die AKP-Regierung haltbar sind, solange es in ihre engen Interessen hilft. Sobald sie darüber hinausgehen und aus ihrer Sicht als Anti-AKP-Bewegung sich darstellen, wird brutal niedergehalten. Und das haben wir gesehen. Natürlich mit den üblichen Theorien, Verschwörungstheorien. Ich darf das mal noch sagen, weil das zeigt, wie es tickt. Ja, wenn im sozialen Netzen steht Folgendes drin. Zu der Zeit, als das angefangen hat, war zufällig der damalige Vorsitzende Kenan Kolat mit seinem Stellvertreter in der Türkei, in Istanbul. Privat oder auf? Privat. Und der Hilmer hat noch irgendwas, davon gibt es ein Video, er steht am Laden und will einen Toast kaufen und kriegt so ein Polizeidings auf den Kopf. Das haben wir zufällig auf Video auch noch. Was steht in den AKP-nahen Sozialmedien? Kolat und Kaya Turan waren in der Türkei und haben das organisiert. Ich habe gesagt, wenn wir so viel Kraft hätten, würden wir erstmal in der Bundesrepublik was für unsere Rechte organisieren, bevor wir jetzt anfangen, die Türkei zu retten. Aber ich denke, dass die Regierung, also vor allem Erdogan, wirklich an diese Verschwörungstheorien glaubt. Weil das, was mit Gezi passiert ist, ist einmalig, finde ich, in der Geschichte der Türkei, dass so unorganisiert der ganz normale Bürger, Bürgerin für eine völlig eigentlich belanglose Umweltsache, in Anführungszeichen, auf die Straße gehen und so viel Unterstützung bekommen. Das ist ungewohnt und er kann sich das nicht erklären und dann müssen natürlich Israel und USA und CIA und alles Mögliche kommen. Das ist fatal, weil das versperrt natürlich den Blick auf die reale Situation und damit auch eine reale demokratische Lösung. Okay, wir haben jetzt noch einen Beitrag von Jan, bitteschön. Ja, ich hätte mal eine Frage an die beiden Wissenschaftler. Und zwar haben wir eben angestoßen, so das Thema EU und Gezi. Da frage ich mich halt, inwiefern ist das in der Gülen-Bewegung tatsächlich im aktiven Diskurs drin, so dieses Thema universelle Menschenrechte oder auch zum Beispiel Nationenkonzept. Also inwiefern wird da vielleicht so dieses Nationenkonzept zu überwinden oder zum Beispiel auch über die Türkei hinauszugehen? Das spielt ja auch so ein bisschen in diese EU-Diskussion mit rein. Ja, würde ich vorstellen, dass wir erst den Florian Vollm nehmen, der war schon länger nicht mehr dran und wartet ganz geduldig aus der Türkei. Bitteschön. Thema Menschenrechte und auch sonstige Freiheiten, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter werden grundsätzlich sehr unterstützt, sowohl von Gülen selbst, was auch immer wieder in den Zeitungen kundtut, auch von der Bewegung.
wird sich dafür eingesetzt außen, aber wie ich vorher gesagt habe, gilt das nach innen meiner Erfahrung nach nicht. Oder das berichten auch ehemalige Anhänger auf jeden Fall, dass nach innen gerichtet diese ganzen Freiheiten, die nach außen gegenüber dem Staat gefordert werden, einfach im Inneren nicht gelten. Gab es denn da von Seiten der Gülen-Medien konkrete Äußerungen, auch möglicherweise zum Thema EU-Beitritt? Also gibt es da eine Position, die man festmachen kann? Also gegenüber EU-Beitritt auf jeden Fall ein Plus. Man will auf jeden Fall als Gülenbewegung den EU-Beitritt haben. Weil das eben also Demokratisierungsprozesse nach sich zieht, die die Türkei dringend notwendig hat und die auch für die eigene Bewegung natürlich wiederum nützlich sind, da sie vor Repressalien schützt und die eigenen Freiheiten wieder erweitert. Also die Gülenbewegung hat auch schon, seit es sie gibt, quasi wurde immer wieder, also Gülen selbst war dann 1971 für 6 Monate und solche Sachen sind immer wieder passiert und deswegen ist es das Beste, was der eine bessere Demokratie nach sich zieht und dann auch schützt. Ja, irgendwelche Nachhilfeeinrichtungen schließen zu müssen oder wieder ins Gefängnis gehen zu müssen oder ähnliches. Da gab es ja ein paar Videos von Gülen, wo er zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Gezi-Bewegung die Regierung ermahnt hat, nicht so radikal oder so gewaltsam vorzugehen, so ungefähr. Das war aber, war das schon in der Phase, wo der Konflikt auch schon, Na, also im Mai letztes Jahr war dieser Konflikt noch nicht so offen, ne? ja. Also für mich, ich Also habe die ihn da nicht so Diskussion gesehen. mit den Schulen war, glaube ich, irgendwie zeitgleich. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war nicht so hart, wie es jetzt ist. Ja. Okay. Und ist das glaubhaft? Also wenn die Gülen-Bewegung halt darauf hinweist, dass man die Gezi-Proteste ernst nehmen soll und eben die Bürgerrechte dort eben schützen soll? Kann ich nicht beurteilen. Aber dass es gesagt wird, ist erstmal gut. Aber ob da jetzt was dahinter steckt, das ist, wir haben ja darüber geredet, das ist ja das Problem. Was soll man jetzt als wahre Münze nehmen oder nicht bei der Gülen-Bewegung? Das ist die Hauptfrage, finde ich. Eine der vielen Fragen, die wir heute mitnehmen. aber viele haben wir auch beantwortet. Ich fand es sehr spannend. Also dann vielen Dank nach Izmir, vielen Dank nach Nach Kreuzberg Berlin. und vielen Dank an die FU Berlin. Danke, Christina Dorn. danke ans Publikum auch. Danke an Jan für die Technik. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass in der N64 spannende Themen diskutiert werden. Und tschüss. Ja, danke.